Einen schönen guten Abend. Willkommen hier im Saal, zu Hause, an den Bildschirmen zu unserer heutigen Veranstaltung Abstandregeln. Wer schützt vor den Abtreibungsgegnerinnen? Mein Name ist Daniela Mehler-Würzbach und ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer interfraktionellen Veranstaltung von Die Linke im Römer und Die Linke im Hessischen Landtag. Seit 2017 halten radikale Abtreibungsgegnerinnen im Rahmen der Kampagne 40 Tage für das Leben vor der Pro Familia in der Palmgartenstraße hier in Frankfurt Gebetswachen ab. Sie versammeln sich für jeweils 40 Tage zur Fastenzeit und im Herbst für mehrere Stunden vor der Beratungsstelle. Mit Schockfotos von vermeintlich abgetriebenen Föten, Kitschbildern von Rosenkränzen und von Frauen mit Babybäuchen, kollektivem Beten und Gesang erschweren sie den ungehinderten Zugang Schwangerer zur Beratung. Die Auflage, dass sie sich während der Beratungszeit nicht in Sichtweite der Beratungsstelle aufhalten dürfen, wurde nun vom Verwaltungsgericht Frankfurt gekippt. Und so sind sie jetzt seit Aschermittwoch, also seit diesem Mittwoch, wieder direkt vor der Pro Familia und halten ihre Mahnwachen ab, zum Teil zweimal täglich. Was wir uns heute Abend fragen und worüber wir diskutieren möchten, ist, wie können Schwangere geschützt werden? Wie kann der ungehinderte Zugang zur Beratung rechtlich abgesichert werden? Und wer schützt vor den Abtreibungsgegnerinnen? Über diese Frage diskutieren wir heute Abend mit diesen Gästen. Ich begrüße Claudia Hohmann von der Pro Familia Frankfurt. Schönen guten Abend. Ich begrüße Christiane Böhm, Mitglied des Hessischen Landtags von der Fraktion Die Linke. Auch von mir einen schönen Abend. Professor Dr. Wilhelm Hufen, Verfassungsrechtler an der Universität Mainz. Schönen Abend, danke. Und Nora Sass, Doctors for Choice. Guten Abend. Einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen in die Runde. Ich habe einige Fragen vorbereitet und möchte meine Gäste gerne einladen, auch einzuhaken und selbst Fragen zu stellen an Punkten, wo sie sich gerne einmischen möchten. Wir werden auch eine Runde mit Fragen für die Anwesenden hier im Saal oder eben vor dem Bildschirm einbauen. Sie können sich über die Chat-Funktion bei der Übertragung entsprechend mit Fragen auch melden. Die werden dann gesammelt und hier uns zugesteckt sozusagen und beziehungsweise hier im Saal gestellt für Sie. Ich beginne, wir blicken mal auf die Frankfurter Situation, wie wir sie jetzt seit Mittwoch hier haben. Frau Hohmann, am Mittwoch ist die aktuelle Kampagne der 40 Tage für das Leben gestartet. Was ist in den letzten Tagen hier vor Ort passiert? Ja, das war natürlich ein Déjà-vu, das wir uns gerne erspart hätten. Ja, es war dann abzusehen, dass die 2 Jahre Verschnaufpause, die wir hatten von der Belagerung, 2x40 Tage, dass die zu Ende ist. Und wenn es dann wirklich passiert, ist das trotzdem so ein Schock. Ja, und ja, wir gucken dann zu, ja, wie sich die Gruppe aufbaut, ja, gegenüber der Beratungsstelle. Und wir wissen genau, wir sind ja auch mit gemeint, ja, als Institution, die auf ganz besondere Weise für das Recht steht, die Familienplanung selbst zu bestimmen. Also wir fühlen uns gemeint, aber wir fühlen natürlich auch insbesondere, was es bedeutet für die ratsuchenden Frauen, ja, weil meine Kollegin und ich wissen, was in Beratungen passiert und dass die Ansprache, die dort stattfindet, also in meinen Augen viel krasser ist als die sogenannten Gehsteigbelästigungen, über die oft gesprochen wird. Ne? Also man geht da vorbei, man versucht jemanden was in die Hand zu drücken oder anzusprechen, aber sich dort aufzubauen, ja, und Bilder zu zeigen, zu singen, zu beten, ja. Und ich komme als Frau da an, ich bekomme das mit, ja. Und es reicht ja ein Blick, ja. Und ich weiß, ich sitze in der Beratung und da draußen beten die und singen die für mich weiter. Und ich weiß, wenn ich da wieder rausgehe, dann sind die immer noch da, ja. Das wirkt nochmal ganz anders als sogenannte Gehsteigbelästigungen und das beeinträchtigt die Beratung massiv, weil ungewollt Schwangere sind in einer Notsituation. Und da werden Menschen bedrängt und es wird versucht, eine zusätzliche emotionale Hürde aufzubauen, um überhaupt die Beratung aufzusuchen, ja, und
Menschen in Not werden in ihrem Beratungsgeschehen behindert. Ja. Und wenn wir nicht damals mit ganz viel Unterstützung erreicht hätten, ja, dass sich die Betwache außer Sicht und Hörweite aufstellen muss, dann hätten wir heute jetzt seit mehr als 5 Jahren die Situation, ja, dass die nämlich direkt vor dem Eingang noch stehen dürften, ja, und Menschen singen und anbeten dürften, ja, über diesen langen Zeitraum, ja, und so das Beratungssetting, das von, ja, auch im Schwangerschaftskonfliktgesetz streng geregelt ist. Ja, wir müssen ganz viele Bedingungen erfüllen, wir müssen Qualitätsansprüche nachweisen, ja, die für die Beratung wichtig sind. Ja, wir müssen ein Beratungssetting schaffen und werden da regelmäßig geprüft und wir nehmen das auch ernst. Wir wollen das gut machen, wir wollen Frauen auffangen, ja, die in einer ganz schwierigen Situation sind. Unser Anliegen ist es, die so gut wie möglich zu versorgen, um mit ihrer Entscheidung gut zu leben. Und das ist weit weniger gut möglich, ja, wenn man in dieser Situation von außen so massiv beeinträchtigt wird. Ja. Und Frauen gehen damit unterschiedlich gut um. Es gibt die, die es wegstecken können, es gibt aber auch die, die das gar nicht gut können. Ja. Und die dann vielleicht gar nicht mehr so richtig aufnahmefähig sind für das, was in der Beratung passiert. Und meine Kolleginnen erzählen das auch. Also wenn Frauen reinkommen und kriegen das mit, ja, die müssen sich erst noch mal ganz anders sortieren, als sie das ohnehin schon müssen, wenn sie in so eine Beratung gehen. Ja, das schafft eine zusätzliche Belastung, ja, die einfach nicht gut ist, ja, auch für die psychische und körperliche Gesundheit, ja, und für das Umfeld der Frauen, wenn die rausgehen, ja, und vielleicht ja zurück in ihre Familie, zu den Kindern, zu ihren Partnerinnen, Partnern. Es ist einfach eine ganz, ganz massive Beeinträchtigung und Belagerung und ja, das hat uns richtig angefasst, ja, auch wenn es noch andere Dinge gibt, die einen gerade anfassen, ja, dass das wieder sein muss und wir fühlen uns auch alleine gelassen, weil wir dafür sorgen müssen, dass ein geschütztes Beratungssetting auch ordentlich so sein darf, wie es sein sollte. Ja, und das macht uns auch ärgerlich. Ja. Ja, vielen Dank. Jetzt kennen, glaube ich, nicht alle die räumlichen Umstände sozusagen vor der Beratungsstelle. Vielleicht kurz zur Erläuterung. Das ist ein großer Platz vorm Eingang vom Palmgarten, so ein Plateau, auf dem sich dann auf der einen Seite in Sichtweite zum Eingang der Beratungsstelle die ja, Menschen, die da sich für diese Betwache, Mahnwache versammeln, entsprechend aufstellen. Und der Platz ist halt vollumfänglich einsehbar von allen Seiten, dadurch, dass das so ein großes Hochplateau ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig, sich vor Augen zu führen. Das heißt, man kann nicht ungesehen zur Beratung gehen, sondern man ist immer diesen Augen und eben auch der Sicht und auch den entsprechenden Ansprachen und Bildern, die dort ausgestellt werden, ausgesetzt. Also man kann dem nicht ausweichen an dem Ort. Ich glaube, das ist wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen. Frau Hohmann, Sie haben jetzt angesprochen Gehsteigbelästigung als eine Art sozusagen, aber was die religiösen Eiferer da jetzt während der Mahnwachen machen, ist ja nochmal was anderes. Vielleicht können Sie uns das nochmal kurz beschreiben, was Sie da konkret machen, damit man das nochmal ein bisschen sich vor Augen führen kann. Und was ich ganz wichtig finde, ist nochmal zu verstehen, wie beeinflusst das die Situation in der Beratung und was sagen Sie Ihren Mitarbeiterinnen und was den Klientinnen? Also ich glaube, man muss ja, auch wenn man einen Termin vereinbart zum Beispiel, da ja auch vielleicht darauf hinweisen, dass es da so eine Situation gibt. Ja, auch das machen wir, ja, und alleine das ist ja schon eine Beeinträchtigung. Ah ja, Sie kommen zur Beratung und das ist ja oft, sind das Pflichtberatungen, ja.
Aber sie müssen damit rechnen, ne, dass sie sich da was angucken müssen. Ja? Also dass da Menschen stehen mit Bildern. Und das ist ja auch eine Überlegung, was sage ich wem. Ne? Also Menschen kommen ja da in unterschiedlicher Verfassung hin. Ne? Man kann da nicht so einen Spruch aufsagen. Ne? Ach übrigens, bla bla bla, Risiken und Nebenwirkungen. Ne? Also das ist ein ganz, ne, dieses Terminvereinbarung ist schon ein ganz sensibles Setting. Also die Kolleginnen, die müssen wirklich gucken, was sage ich denn wen? Sage ich es überhaupt? Ist das jetzt angebracht oder ist es nicht angebracht? Ja, schon das alleine. Und in der Beratung, die Kolleginnen, ja, die sind ja total fit, ja, im Umgang mit diesem Setting. Und die müssen halt die Menschen dann so abholen. Ja, manche sind ärgerlich und aufgebracht, ja, manche sind angefasst. Bei manchen verstärkt das die Schuldgefühle so sehr, ja, dass sie eben, ja, also, ja, einfach viel weniger aufnahmebereit sind für die Informationen, ja, und dass sie da sicher auch was mitnehmen dann, ne, nach der Beratung, ja, ohne dass es die Entscheidung beeinträchtigt, ja. Wir wissen, die Entscheidungen, die fallen an anderer Stelle. Die Beratung dient dazu, zu informieren, zu entlasten, ja, einen Raum zu schaffen, um drüber zu sprechen, gegebenenfalls eine zweite oder auch eine dritte Beratung anzuschließen, ja, also die, ne, die Frau da aufzufangen. Aber wenn ich weiß, dann stehen die wieder, wie viel, was habe ich dann an der Zweit- und Drittberatung, ist auch die Frage. Das heißt, das Angebot, so wie es vorgesehen ist vom Gesetzgeber, ist dadurch sehr, sehr beeinträchtigt, ja. Und diese Bilder, ja, die Ansprache ist ja sehr subtil, ne? Wenn dann da so ein Baby und rechts und links, ja, die Hände, Mama, ja, danke, dass ich leben darf und so, ja, natürlich ist das schön, ja, für das Baby, aber Frauen, die ungewollt schwanger sind, ja, die brauchen das am allerwenigsten. Es ist nicht hilfreich und wir sind uns sicher, es verhindert keinen einzigen Abbruch, ja, ohne jetzt zu hinterfragen, ja, also das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch, ja. Aber selbst das, was die Menschen versuchen zu erreichen, erreichen sie nicht, auch wenn sie sich das immer auf die Fahnen schreiben, ja. Aber es ist eine ganz subtile, üble Einflussnahme, weil auch wenn man auf die Tür zugeht, ja, dann in die Richtung gesungen und gebetet wird, ja. Und noch ein anderer Aspekt, die Anonymität, ja. Man hat ja das Recht auf anonyme Beratung. Und natürlich ist es nicht so, dass ich ja mit unsichtbar in die Beratungsstelle rein und raus gehe. Aber es ist ein Unterschied, ob man zufällig jemand begegnet oder so, oder ob da man beobachtet wird, wie man da reingeht, ja, wie man da rausgeht, ja. Und das beim nächsten Mal vielleicht wieder, ja, also es ist einfach die Anonymität, ja, und diese Freiheit nicht mehr gegeben, ja, dieses zur Beratungsstelle kommen ist belastet und teilweise war das Singen und Beten auch so laut und wir haben auch Sommer und wir haben keine Klimaanlage, also man hört das dann auch in den Beratungsräumen, ja, und das ist so eine massive Beeinträchtigung für alle Beteiligten, ja, die wirkt einfach, ja. Also da erreicht diese Gruppe etwas, ja. Nicht das, was sie sich angeblich dann also anzieht, ja, Kinderrettung, aber sie erreicht, dass es den Ratsuchenden schlecht geht, dass sie vielleicht abgehalten werden, überhaupt die Beratungsstelle aufzusuchen, ja, dass sie emotional, ja, und auch physisch, ja, leiden müssen, wenn sie zu uns kommen, ja, und also das finden wir richtig übel, ja, also wir ertragen noch eher, dass wir als Institution angefeindet werden, ja, damit können wir umgehen, aber für die Ratsuchenden, ja, die oft nicht so gut aufgestellt sind psychisch, ist es richtig schlimm, ja, deswegen machen wir auch den Aufriss und versuchen, die Situation zu verbessern, ja. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch kurz zum Hintergrund, diese Kampagne 40 Tage für das Leben ist ja jetzt nichts, was wir nur in Frankfurt erleben, sondern das ist ja eine transnationale, internationale Kampagne, kommt ursprünglich aus den USA, 40 Days for Life, und wir haben das in mehreren Städten in Deutschland, dass es eben in diesen 2x40 Tagen zu solchen
Belagerungssituationen, Mahnwachensituationen kommt, mit denen man eben entsprechend umgehen muss. Sowohl die Betroffenen, die dann entweder zur Beratung wollen oder die eben in der Beratung arbeiten. In anderen Ländern ist es so, dass die sich vor Kliniken, in denen Abbrüche durchgeführt werden, entsprechend positionieren. Und das erklärte Ziel dieser Gruppe ist eben, Abtreibung zu beenden, wie sie es nennen. In anderen Ländern führen die dann auch richtig Statistiken auf und erklären, wie viele Leben sie angeblich gerettet hätten durch ihren Einsatz. Also ich glaube, das muss man sich nochmal vor Augen führen, um zu verstehen, was deren Ziel ist. Und sie versuchen das eben durch diese Methode der Gebetswachen, die sie eben dort in direkter, unmittelbarer Nähe von solchen Orten, an denen eben Beratungen oder eben auch Abbrüche durchgeführt werden, entsprechend sich so aufbauen. Und zwar eben zweimal im Jahr für 40 Tage, was ja auch einfach ein langer Zeitraum ist, in dem man damit umgehen muss. Es gab in Hessen und eben auch in Frankfurt Versuche, mit dieser Situation umzugehen, die zu regeln. Da möchte ich jetzt im Folgenden ein bisschen die Situation beleuchten. Und zwar möchte ich Christiane Böhm dazu ein bisschen befragen. Das Thema begleitet dich, liebe Christiane, ja, wie auch Frau Hohmann, seit Beginn der ersten Mahnwachen. Also wir haben 2017 angefangen, uns zwangsläufig politisch damit auch beschäftigen zu müssen. Als die Proteste vor der Pro Familia hier in Frankfurt begannen, hat man zunächst erstmal auf städtischer Ebene hier in Frankfurt versucht, eine Regelung zu finden. Es gab auch dann 2018 einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung hier. Da haben sich Grüne, SPD, Linke und FDP für stark gemacht und eine Mehrheit gefunden, um eine Schutzzone von 150 Metern Abstand vor der Pro Familia durchzusetzen. Und dann gab es ein Umsetzungsproblem sozusagen dieses Beschlusses, als der Frankfurter Ordnungsdezernent, Sicherheitsdezernent von der CDU, damals sich dagegen gestellt hat mit einer Erklärung, dass das Vorgehen seiner Auffassung nach rechtswidrig sei. Und da sind wir jetzt schon bei dem Konflikt, der uns jetzt weiter über den Abend begleiten wird, nämlich die Frage, welche Regelung kann man finden und inwieweit ist die rechtskonform oder rechtswidrig oder kann die gegebenenfalls auf dem Klageweg gekippt werden? Das ist ja das, was wir jetzt gerade auch erlebt haben, weshalb eben die Mahnwachen auch jetzt direkt vor der Beratungsstelle wieder stattfinden dürfen. Wie gesagt, der Ordnungsdezernent, der damalige, hat gesagt, das ist rechtswidrig, hat es nicht umgesetzt. Das heißt, es gab erstmal keine Handhabe. Dann gab es 2019 auch nochmal von Grünen und Linken in der Stadtverordnetenversammlung einen Antrag, wo aber klar war, dass man damit nicht weiterkommen wird. Aber es war wichtig, glaube ich, dass man den Druck da aufrechterhalten hat. Und dann bist du, Christiane, mit deinen Kolleginnen und Kollegen im Rahmen einer Initiative im Hessischen Landtag aktiv geworden. Was habt ihr da gemacht? Ja, da es auf Ortsebene nicht geregelt werden konnte, haben wir gesagt, jetzt ist der Landtag zuständig, jetzt muss hier von Seiten des Landes tatsächlich ein Gesetz erlassen werden, sodass diese Schutzzone um diese Beratungsstellen oder auch Behandlungsstätten oder Abbruch, wo der Abbruch gemacht wird, gezogen werden kann und dass da in dem Gesetz steht dann drin, im Gesetzentwurf, ne, ist ja leider nicht Realität geworden, im Gesetzentwurf steht drin, dass insbesondere keine stationären Aktionen zu dem Thema Schwangerschaftskonfliktgesetz stattfinden dürfen. Ne? Also wir haben ja die Situation, dass es die Versammlungsfreiheit in diesem Land ein hohes Gut ist und das ist uns auch ganz besonders wichtig. Auch Religionsfreiheit ist wichtige Güter, die wir nur wirklich in ganz ausgewählten Situationen beschneiden dürfen. Und dafür ist ein Gesetz notwendig. Da ist es, haben wir gesehen oft, ne, ist es nicht möglich, dass es so auf kommunaler Ebene geregelt werden kann. Und ja, wir haben das Gesetz eingebracht. Leider hat CDU und Grüne das Gesetz abgelehnt. Der Innenminister Beuth hat an dem Tag, bevor die Anhörung zu unserem Gesetz stattgefunden hat, also wirklich am Abend vorher, hat er eine Handlungsanleitung an die Kommunen gegeben. Und in dieser Handlungsanleitung stand auch das mit den 150 Metern um die Beratungsstelle drauf und dass die da nicht demonstrieren dürfen. Aber aufgrund dieser Handlungsanleitung hat dann die Stadt Frankfurt wieder eine Verfügung erwirkt und diese Verfügung wurde jetzt, kurz vor Weihnachten war das, glaube ich, vom Verwaltungsgericht Frankfurt kassiert. Das heißt, damit war es wieder möglich, dass die
ne, nach den 2 Jahren Ruhe, die wir da gehabt haben, dass es dann wieder möglich war, für diese Fundamentalistinnen dort zu demonstrieren. Also für uns ist das natürlich eine ganz schwierige Situation, also einerseits Versammlungsfreiheit, aber andererseits das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, das uns natürlich ganz besonders wichtig ist als Linke. Und natürlich hätten wir gerne den Paragraph 218 weg, aber wir, ne, solange es ihn gibt und solange es diese Zwangsberatung gibt, dann muss diese auch vom Staat und von Kommunen, also muss es von der öffentlichen Hand auch durchgesetzt werden. Dann muss auch die Regelung tatsächlich so sein, dass die Frauen unbeeinflusst und anonym und ergebnisoffen die Beratung machen können. Und leider ist das zurzeit nicht die Situation. Deswegen haben wir jetzt die Landesregierung nochmals aufgefordert, ein Gesetz zu erlassen, so dass diese Regelung tatsächlich dauerhaft und auf der, ja, tatsächlich wirksam ist. Ne? Ja, Christiane, du warst am Mittwoch auch vor der Pro Familia und hast gesehen, was da passiert. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, mir fällt jetzt so als spontan das Wort Gehirnwäsche ein. Also die singen und beten dort, als wollten sie dir das in dein Gehirn reingehen. Ne? Also so ist das so eine Art von, na, ich möchte dich jetzt, sagen wir mal, auf einer unbewussten Ebene beeinflussen, sehr massives Auftreten. Das waren 20 Leute, die da standen, mit vielen Schildern und sehr manipulative Art, die Schilder. Also ich fand das sehr bedrohlich und sehr beängstigend, obwohl ich jetzt nicht in die Schwangerschaftskonfliktberatung gegangen bin. Aber ich habe gedacht, oh Gott, wenn ich jetzt in dieser Situation wäre, ich glaube, mir wird es schon ganz anders werden. Und ich kann Frau Humann zustimmen, ich glaube nicht, dass die einen Abbruch verhindern. Aber alleine, wenn eine Frau mit einem noch schlechteren Gewissen einen Abbruch macht, ist das schon wirklich eine schwere Beeinträchtigung, eine deutlich schwere Beeinträchtigung. Und damit ist tatsächlich dem Recht überhaupt nicht Genüge getan und der ist der Pflichtberatung auch nicht Genüge getan. Danke. Herr Hufen, ich würde mir gerne ein bisschen mit Ihnen gemeinsam die rechtliche Lage noch mal anschauen, weil wir haben jetzt schon gehört, da passiert gerade immer wieder viel vor Gericht, wo Sachen gekippt werden, wo auch eben von Seiten der Vertreter von 40 Tage für das Leben Klagen gegen die Kommunen erhoben werden, um entsprechende Auflagen zu kassieren. Und haben eben auch schon gehört, dass auch schon damals der Frankfurter Ordnungsdezernent ja Sorge davor hatte, dass eine Schutzzone um eine Beratungsstelle rechtswidrig sein könnte oder werden könnte. Wieso? Also ich finde es ganz wichtig, nochmal die verschiedenen Ebenen zu verstehen. Wer hat hier eigentlich welche Regelungsmöglichkeiten und welche Sorge oder welche vielleicht auch rechtlich nachvollziehbare Begründung gibt es, warum das so nicht sein darf? Ja, diese Problematik ist leider ein Beispiel dafür, dass eben nicht alle offenen Probleme, dass alle offenen Probleme auch schon geklärt werden. Nicht? Wir haben es hier mit einem offenen Grundrechtskonflikt zu tun zwischen zwei Grundrechten. Als ich damals im Landtag ja auch schon Stellung genommen habe zu dem Gesetz, da war es mir eigentlich völlig klar, Versammlungsfreiheit fraglich, ob überhaupt berührt, weil Versammlung richtet sich an den Gesetzgeber, die richtet sich nicht an einen einzelnen Mitbürger, um den zu beeinflussen. Damit fängt es schon an, die Unklarheit hier, die Meinungsfreiheit wird ja teilweise angeführt und die Meinungsfreiheit, die dient natürlich dazu, dass ich meine Meinung auch einem anderen gegenüber äußern darf, ihn auch beeinflussen darf, nicht? Werbung fällt unter die Meinungsfreiheit und ich will ihn ja beeinflussen damit, nicht? Oder auch Informationen, nicht? Das haben wir ja gerade im Abtreibungsbereich sehr deutlich, dass da Meinungs- und Informationsfreiheit auch angesprochen sein können auf der anderen Seite. Nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, selbst wenn ein Schutzbereich dieser beiden Grundrechte, Versammlungsfreiheit oder Meinungsfreiheit, hier berührt sein sollte, dann ist jedenfalls der Eingriff gerechtfertigt, denn es steht auf der anderen Seite das Persönlichkeitsrecht der Frau, ein sehr hochstehendes Grundrecht, das gerade in einer solchen Situation auch besonders vulnerabel ist, wie man heute sagt. Und insofern geht die Abwägung hier eigentlich ziemlich eindeutig zugunsten der Frauen aus, zumindest wenn massiv auf sie eingewirkt wird. Und das entspricht eigentlich auch dem einzigen Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das zu diesem Fall überhaupt ergangen ist, schon aus dem Jahre 2010. Damals war es leider nicht eine Frau oder eine Beratungsstelle oder sonst wer, der geklagt hat, sondern ein Anführungszeichen Abtreibungsarzt, der seine Berufsfreiheit tangiert sah.
Und die Berufsfreiheit ist natürlich auch ein wichtiges Grundrecht, aber sicherlich nicht von gleichem Gewicht hier wie die Persönlichkeit und die Menschenwürde und das Leben. Und wie es die seelische Gesundheit ist ja auch der Lebensschutz der Frau, nicht? Und das darf man auch nicht vergessen. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals etwas ganz Außergewöhnliches gesagt, hat die Verfassungsbeschwerde des Arztes abgelehnt, hat aber gesagt, der Gesetzgeber dürfe aber die Frau vor unangemessenen Einwirkungen schützen. Es müsste in jedem Fall so sein, dass kein Spießrutenlaufen stattfinden dürfte, keine Bedrängung, denn die Versammlungsfreiheit gibt kein Recht darauf, auf einen anderen manipulativ oder mit Druck einzuwirken. Da stand in dem Urteil drin und das war eigentlich auch die gängige Rechtslage bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann kam es eben zu diesem Gesetzesentwurf und da haben mehrere Kollegen dann mit mehreren Argumenten zu meiner großen Überraschung gesagt, dass es doch erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken dagegen gibt. Einmal die Gesetzeszuständigkeit des Landes, obwohl inzwischen die Länder seit 2006, seit der Föderalismusreform für das Versammlungsgesetz zuständig gibt, gibt es noch Bundesbestimmungen dazu und die haben die Kollegen für abschließend gehalten. Das heißt also, fraglich ist hier schon die Landeskompetenz. Sie haben aber auch gesagt, das Gesetz wäre unverhältnismäßig. Und jetzt wird es ganz interessant. Ich habe mir das nochmal angeguckt, was die Kollegen gesagt haben. Das Gesetz wäre deshalb unverhältnismäßig, weil es ja gar nicht nötig sei, ein Gesetz zu erlassen, weil ja die Städte hier tätig werden könnten mit Einzelverfügung. Und der Ministerpräsident oder der Minister Beuth damals, ein ganz guter Grundrechtler im Übrigen in vielen Bereichen, der hat ja das richtig gesehen, dass es verhältnismäßig wäre, hier eine Schutzzone einzurichten. Und vielleicht haben sich die Kolleginnen und Kollegen im Parlament damals davon überzeugen lassen, dass ein Gesetz nicht nötig ist, weil es auf individueller, konkreter Basis gehen kann. Nun erfahren wir wieder, es geht nicht auf konkreter Basis. Es gibt also die aufschiebende Wirkung wird wiederhergestellt. Das geht alles im vorläufigen Rechtsschutz im Moment. Ich will jetzt in die prozessualen Dinge nicht eintreten, aber das Ergebnis ist eben im Moment, dass wieder demonstriert werden darf. Ich bin beeindruckt und ich muss fast sagen empört, als ich gehört habe, dass das sogar so weit geht, dass es jetzt nicht mehr nur um Spießrutenlaufen zur Beratungsstelle hingeht, sondern dass es auch um Störung der Beratung sogar durch akustische Mittel geht. Und selbst wenn ich eine sehr weitgehende Interpretation der Versammlungsfreiheit hier gelten lassen will, die Störung einer anderen Meinung, da haben wir nun Rechtsprechung noch und noch zu Gegendemonstrationen und so weiter. Das muss ich manchmal auch Leuten, die rechtsradikale Demonstrationen verhindern wollen, ins Stammbuch schreiben. Das Stören einer anderen Versammlung oder das Stören einer anderen Grundrechtsbetätigung fällt allemal nicht unter die Meinungsfreiheit und auch nicht unter die Versammlungsfreiheit. Nicht? Und deswegen sehe ich jetzt eigentlich auch einen Punkt, wo man sich tatsächlich auch juristisch wieder dagegen wehren muss. Wir kommen ja auf das Urteil oder den Beschluss des Verwaltungsgerichts noch im Einzelnen, aber man sieht an diesem Beschluss, wie wichtig es ist, hier die Grundrechtsabwägung auch mit den angemessenen Gewichten zu tätigen. Es kommt zwar auf den Einzelfall an, da muss ich den Kollegen recht geben. Und ein Gesetz ist ja immer eine sehr große Vereinfachung oder Verallgemeinerung. Ich bin im Übrigen der Auffassung, die Polizeigesetze reichen aus. Es ist eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit und auch nur, wenn ein gesetzlicher Auftrag nicht erfüllt werden kann, wie es hier in dem Fall ist, oder wenn ich in ein Grundrecht einer anderen dann auch eine besonders betroffenen Person einwirke. Das ist eine Gefahr der öffentlichen Ordnung. Aber Leute, die mit Versammlungsfreiheit zu tun haben, sind normalerweise so gepolt, dass die Versammlungsfreiheit vorgeht, weil das ein sehr wichtiges demokratisches Grundrecht ist. Es ist ein höchst umstrittenes gesellschaftliches Thema, das diskutiert werden muss und so weiter. Und das Bundesverfassungsgericht, ich darf daran erinnern, genehmigt ja sogar Nazi-Demonstrationen, weil sie sagen, das ist eine Meinung wie andere auch, erst wenn die Partei verboten ist, nur um das Spektrum mal zu erläutern, wie weit hier die Meinungen sind. Man kann aber im Moment sagen, es gibt einen kleinen Trendwechsel in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die Persönlichkeitsrechte doch wieder stärker in den Vordergrund zu rücken, auch gegenüber Meinungsäußerungen. Sie haben vielleicht gehört vor 14 Tagen Frau Künast, dann Herr Böhmermann hat Unrecht bekommen, ist mit seiner Verfassungsbeschwerde nicht durchgedrungen, während wir bis jetzt eine starke Tendenz gerade auch des Bundesverfassungsgerichts gehabt haben, Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit in fast jedem Fall sich durchsetzen zu lassen gegen Persönlichkeitsrechte, insbesondere auch gegen Politikerinnen und Politiker.
Also haben wir jetzt doch wieder eine stärkere Betonung des Persönlichkeitsrechts und da sollte man vielleicht auch ansetzen, aber dazu kommen wir ja bestimmt noch. Ja, und zwar auch gleich jetzt, weil wir sind ja auch deutlich nicht vor dem Bundesverfassungsgericht derzeit, sondern vor Verwaltungsgerichten, die gerade Auflagen kippen, weil eben die Vertreterin oder den Vertretern von 40 Tage für das Leben, und zwar weiß ich jetzt in zwei Fällen, das ist auch der Frankfurter Rechtsanwalt Tomislav Cunovic eben ist, der hier Klagen gegen die Städte entsprechend führt und vor Verwaltungsgerichten da die Auflagen in Frankfurt kippt. Wir sind hier gerade in einer Berufungssituation. Vielleicht können Sie das auch gleich noch mal kurz erläutern. In Pforzheim ist da gerade auch gegen die Stadt entsprechend ein Rechtsstreit zugange, den er dort für die lokale Gruppierung dort führt. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Frankfurt ist in der feministischen Szene auch schon als Skandalurteil bezeichnet worden, weil es eben genau diesen Fokus auf die Priorisierung der Versammlungsfreiheit legt. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erläutern, warum das Wellen geschlagen hat und wie Sie dieses Urteil bewerten. Also ich bin immer ein bisschen zurückhaltend mit Skandalurteil und so weiter. Das ist eine hoch umstrittene Sache hier. Es gibt unterschiedliche Urteile. Es gibt auch ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Karlsruhe, wo genau das Gegenteil drin steht. Und der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim, die nächste Instanz, hat das auch bestätigt. Wir sind hier noch im vorläufigen Rechtsschutz. Das heißt, das Gericht wägt erstmal ab. Es ist keine endgültige Entscheidung. Das weckt ab die Erschwernisse, die bestehen, wenn jetzt diese Demonstrationen stattfinden, mit den Erschwernissen, die für die Versammlungsfreiheit bestehen, wenn die Demonstration jetzt verboten wird. Das ist also alles sehr umstritten und man kann nur sagen, es kommt eben darauf an, dass jetzt gegen diesen Beschluss Rechtsmittel eingelegt werden. Die Berufung ist ja nicht zugelassen worden, aber es gibt dann eben den Zulassungsanmel, was da drin steht. Also dass der Verwaltungsgerichtshof oder das Verwaltungsgericht nimmt sich aus dem eigentlich für die Frauen sprechenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts diesen Satz Spießrutenlaufen heraus und dann sagt er einfach, Spießrutenlaufen ist, wenn dann eine lange Reihe ist und man sozusagen geschlagen wird fast und die Frauen müssen ja nicht Spießruten laufen. Nicht? Also das müssen sie hinnehmen in diesem Fall. Und dann die Absurdität dieses Beschlusses zeigt sich in der Zitierweise. Nicht? Das Gericht argumentiert, es gibt keinen Konfrontationsschutz. Jemand, der für Meinungsfreiheit ist und für Versammlungsfreiheit ist, der muss eigentlich sagen, ja, Konfrontationsschutz wäre auch schlimm, denn wenn ich meine Meinung nicht mehr äußern darf, weil ein anderer sich konfrontiert fühlt oder sich behelligt fühlt, das ist ein Urargument der Konservativen, nicht? Also gegen Meinungsfreiheit. Und da sind gerade Liberale ein bisschen hellhörig, wenn sie das hören, kein Konfrontationsschutz, aber dann zitieren die ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Kopftuch. Da hat also ein Verfassungsbeschwerdeführer geklagt, er fühlte sich durch ein muslimisches Kopftuch in seinem Recht beeinträchtigt. Und da hat dann das Verfassungsgericht natürlich gesagt, es gibt kein Recht, nicht mit einem muslimischen Kopftuch konfrontiert zu werden. Und dieses Urteil zitiert dieses unselige Verwaltungsgericht Frankfurt jetzt als Beispiel dafür, dass es keinen Konfrontationsschutz gibt. Ungeachtet der Frage, ob gerade jetzt in diesem Einzelfall die Frau natürlich in ganz anderer Situation ist als irgendjemand, der was gegen muslimische Kopftücher hat. Nicht? Also da sieht man mal, wie man hier vorgehen muss und wie wichtig es ist, dass man hier im Einzelfall auch die Dinge erörtert. Und die Grundfrage ist hier tatsächlich, wie weit geht wirklich das Recht eines Meinungsträgers oder eines Versammlungsträgers? Es ist ja ganz kennzeichnend, dass die Urteile das nicht mal auseinanderhalten. Nicht? Versammlungsfreiheit, das bringe ich meinen Studenten im ersten Semester bei. Versammlungsfreiheit ist ein vorrangiges Grundrecht und dann kommt erst die Meinungsfreiheit. Und hier geht es munter durcheinander, mal Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit. Versammlungsfreiheit schützt nicht die Einwirkung auf andere, nur auf den Gesetzgeber. Meinungsfreiheit schützt die Einwirkung auf andere, aber in Grenzen von guten Sittenordnung und so weiter. Und also diese verfassungsrechtlichen Fragen müssen dringend geklärt werden. Und ich denke mal, das muss über kurz oder lang in Karlsruhe eben zu einem echten Fall entschieden werden, wo entweder auf der einen Seite ein Gegner klagt und dann in die Schranken seiner Meinungsfreiheit verwiesen wird. Oder man sollte auch überlegen, ob nicht tatsächlich mal doch von der Seite der Betroffenen, das ist ja etwas schwierig, die wollen ja dann alles bloß nicht klagen. Nicht? Da haben sie schon wieder die Ungleichgewichtigkeit des Prozesses und einen Abtreibungsarzt, Anführungszeichen, würde ich auch in diesem Fall nicht mehr klagen lassen, weil das entschieden ist. Also vielleicht geht doch von den Beratungsstellen dann mal ein Impuls aus. Oder aber man wendet sich an den Gesetzgeber und da würde ich tatsächlich im Moment eigentlich ganz gute Chancen sehen, jetzt nicht auf Landesebene zu versuchen, sondern wir haben eine neue Koalition. Und das Persönlichkeitsrecht von Politikern wird heiß diskutiert, auch beim Gesetzgeber.
Es gibt Initiativen, die die Privathäuser von Prominenten schützen wollen, sehr zu Recht, denn sie haben in Baden-Württemberg Demonstrationen von Querdenkern vor Politikerhäusern. Da geht es auch um das Persönlichkeitsrecht. Und ich denke mal, dass das Problem, das wir hier heute Abend diskutieren, auch ein Problem von Persönlichkeitsrecht versus Meinungsfreiheit ist und dass wir es erstmal auf der politischen Ebene versuchen sollten und dann auch gleichzeitig diese Kompetenzbedenken ausräumen sollten oder mal klären sollten jedenfalls, wer dann nun eigentlich zuständig ist, wenn die Kollegen recht haben, dass es der Bundesgesetzgeber ist, dann müsste man es auf der Ebene versuchen, aber das spricht ja nichts dagegen, trotzdem ist es auf Landesebene weiter zu versuchen und dann müssten diese Dinge dann eben mal abschließend geklärt werden. Ich möchte betonen, ich als Verfassungsrechtler jetzt nach Ihrem Vortrag auch bin der völlig klaren Auffassung, dass hier eine fehlerhafte Abwägung vorgenommen worden ist, auch im vorläufigen Rechtsschutz schon eine vollkommen fehlerhafte Abwägung vorgenommen worden ist. Dieses Kürzel, kein Konfrontationsschutz, ist also abwegig für diesen Fall. Und das Einwirken auf eine fremde Person, die noch ganz besonders vulnerabel ist in dieser Situation, ist schon ein Grundrechtseingriff, der nicht gerechtfertigt ist. Und das Stören einer gesetzlich vorgeschriebenen, das ist ja ein Grundrechtseingriff, diese Beratung. Das ist ja im Abtreibungskompromiss klar gesagt worden, die Frau muss es sich gefallen lassen, sich beraten zu werden. Das ist eine Pflichtberatung. Das Stören einer solchen Erfüllung einer Grundrechtspflicht, einer Schutzpflicht, die die Frau ja erfüllen muss, das ist erst recht ein unverhältnismäßiger Eingriff. Also wenn Sie mich fragen, wie geht es im Rechtsschutz weiter, also in diesen Konstellationen habe ich eigentlich, wo ich immer mit Prognosen sehr vorsichtig bin, wie man ja sieht, habe ich eigentlich keine Bedenken, dass da doch noch einiges geklärt wird. Das heißt, Sie glauben, es gibt Hoffnung für die aktuelle Situation vor der Pro-Familie? Es gibt Hoffnung für die aktuelle Situation, wobei ich besonders auf diesen Störungsaspekt gehen würde. Das Persönlichkeitsrecht der Frau ganz sicher, aber dass hier die Erfüllung eines gesetzlichen Auftrages behindert wird, akustisch, das kann nicht unter die Meinungsfreiheit fallen. Und wenn es darunter fällt, dann ist es eine Störung der öffentlichen Sicherheit und die kann eingeschränkt werden. Vielen Dank. Wir wollen noch mal eine andere Perspektive einnehmen, bevor wir uns gleich noch mal sehr grundsätzlich anschauen, welche Möglichkeiten es gibt und was man jetzt tun kann, Frau Saas. Auch Ärztinnen werden seit Jahr und Tag von Abtreibungsgegnerinnen kriminalisiert, belagert und bedroht. Ich weiß das aus ganz persönlicher Erfahrung. Mein Gynäkologe hier in Frankfurt ist wegen Paragraf 219a Strafgesetzbuch, Sie erinnern sich, dem sogenannten Werbeverbot, da haben Sie auch viel Erfahrung sammeln müssen, seit geprüftermaßen damals angezeigt worden. Wir kennen alle den Fall von Christina Hähnel. Sie und auch viele andere sind aktiv geworden, haben sich öffentlich gewehrt, sind gegen vor Gericht gegangen. Nun wissen wir, gibt es einen Referentenentwurf. Die neue Koalition auf Bundesebene hat angekündigt, es umzusetzen, soll Paragraf 219 abgeschafft werden. Was damit aber nicht abgeschafft ist, sind eben die Diffamierungen, die Belagerungen, die Bedrohungen, die eben auch Ärztinnen erfahren. In der Recherche für heute habe ich erst wieder festgestellt, dass eben genau diese 40 Tage für das Leben, die eben auch hier in Frankfurt aktiv sind, vor einigen Monaten auf Facebook sogar die Handynummer eines Münchner Arztes, der eben auch Abbrüche durchführt, auf Facebook veröffentlicht haben und entsprechend aggressive Methoden da eben auch in der Diffamierung und im Angriff sozusagen gegen Ärztinnen einfach machen. Ich bin immer ein bisschen fassungslos, wenn ich davon erzähle. Frau Saas, wie nehmen Sie die Situation der Ärztinnen wahr? Ich bin ja niedergelassene Frauenärztin in Kassel und meine Kollegin und ich sind 2017 von zwei Abtreibungsgegnern angezeigt worden nach 219a und standen ja auf Gericht. Und allein schon aufgrund dieser eigenen persönlichen strafrechtlichen Verfolgung heraus sind wir natürlich schon sehr froh, wenn der 219a jetzt abgeschafft wird und einfach auch den Abtreibungsgegnern dieser Zugang, Ärzte zu kriminalisieren und den betroffenen Frauen nicht die Möglichkeit der Information zu geben, die so wichtig für sie ist, dass der mal gestrichen wird. Das ist mal ein erster und wichtiger Schritt, über den wir uns natürlich freuen. Die grundsätzliche Problematik ist einfach die Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs und die bleibt erhalten und auf der basiert sehr viel, auch über das wir gerade schon gesprochen haben. Daraus ergibt sich einfach auf vielfältigen Ebenen Problematik, zum Beispiel, dass es keine Kassenleistung sein kann, eine Straftat kann keine Kassenleistung sein und
Ja, Sie haben den Begriff des Abtreibungsarztes verwendet und den halte ich für so ein ganz bisschen unglücklich, weil, ja, das habe ich gehört, genau, habe ich wohlwollend zur Kenntnis genommen. Ja, genau, aber es ist so, also ich bin zum Beispiel Frauenärztin, meine Kollegin und ich, wir führen in unserer Praxis Schwangerschaftsabbrüche medikamentös und operativ durch. Das ist eine von vielen Dingen, die wir tun. Ja, ich bin auch Hebamme, wir begleiten Frauen durch die Schwangerschaft, betreuen sie bei Kinderwunschbehandlung und führen Schwangerschaftsabbrüche durch. Und für uns gehört das alles zu Möglichkeiten, die sich im Leben einer Frau ergeben können und die ganz persönliche Entscheidungen sind. Und das hat nichts mit dem Strafgesetz, also das gehört da einfach nicht hin. Und wenn Sie vorhin gesagt haben, dass die Abtreibungsgegner so Listen führen, welche Leben sie schon gerettet hätten, ja, ich halte das für keine richtige Einschätzung, dass es denen wirklich um Leben retten geht. Da geht es um Frauenhass, da geht es um Ideologie, da geht es darum, dass man keinen Sex vor der Ehe und keinen Sex nur zum Spaß haben darf und dass Frauen zum Kinderkriegen da sind. Und dieses ganze Paket steht dahinter und das einzelne Leben, ob das gerettet wird oder nicht, das möchte ich mal ganz in Frage stellen, dass es darum geht. Schwierig finde ich einfach, dass, also ich erwarte und wünsche mir von den politisch Verantwortlichen, dass wir viel mehr Unterstützung kriegen, viel mehr Schutz kriegen, dass das ernst genommen wird. Das geht in zahlreichen anderen Ländern, geht das gut, denn das, was bei uns passiert, sind wirklich starke Verletzungen von Frauenrechten, von Menschenrechten auch. Die Vereinten Nationen klagen das ein. Wir haben immer wieder, wird Deutschland auch dafür angekreidet, dass wir ein viel zu restriktives Gesetzgebung im Umgang mit Schwangerschaftsabbrüchen haben. Und dass das gesundheitsschädlich ist, das sehe ich an der Basis. Also in meiner Arbeit mit Frauen bin ich da immer wieder konfrontiert, dass die Frauen sagen, die Entscheidung ist eigentlich klar, die steht fest. Ein großer Teil hat ja auch schon zum Beispiel Kinder und weiß, was das heißt und kommt und sagt, das geht jetzt nicht, aber ich fühle mich wie eine Mörderin, ich fühle mich, haben im Internet gelesen und dann ist das einfach nochmal eine ganz große psychische Belastung, die jetzt mit dem Eigentlichen gar nichts zu tun haben, sondern entstanden sind und da bedarf es auch eines Schutzes und wenn Gesetze mal geändert sind, dann muss die innerliche Haltung noch folgen. Wenn zum Beispiel der 219a jetzt abgeschafft wird, an dem Tag schalten wir unsere Informationen wieder online. Ja? Aber ob das gleich alle Kollegen und Kolleginnen tun, das muss man noch gucken. Das ist ein langsamer Prozess. Über 20 Jahre haben die Abtreibungsgegner, vor allen Dingen der Klaus-Günther Ahnen, Anzeigen erstattet, Ärzte eingeschüchtert. Und diese Einschüchterung, diese Subtile, das greift, das sitzt. Das was Strafbares im Grunde zu tun. Deswegen ist es völlig egal, auch ob da einer steht, zwei oder 15 vor der Pro Familia. Diese Stigmatisierung und diese Haltung, die da entsteht, das muss sich ändern. Und in unserer Arbeit versuchen wir eine gewisse, hört sich vielleicht komisch an, Normalität zu vermitteln. Es gibt strukturierte Abläufe, in die die Frauen dann auch hineinkommen und in denen wir sie begleiten. Und das soll sehr unaufgeregt sein und das frei von Ideologie. Es soll Platz sein, wenn Probleme besprochen werden, wenn ihre Sorgen besprochen werden. Aber ja, dieser Schutzraum, der ist einfach sehr, sehr wichtig, den wir nach außen nicht geben können, aber in unserer Arbeit. Und deswegen hoffen wir sehr, dass wir bald Ruhe haben von diesen Abtreibungsgegnern zumindest. Also wir brauchen Schutz, wir brauchen Schutzgesetze und ich bin froh, dass da jetzt auch einiges in Gang ist. Ne? Ja. Ja, ich finde es extrem spannend zu hören, wie Sie das gerade wahrnehmen und beschreiben, weil was ich seit einigen Jahren beobachte, ist ja so ein gewisser Rollback, wo eben tatsächlich die Abtreibungsgegnerinnen auch sehr sichtbar öffentlich immer weiter auftreten. Also wenn ich zu den Möglichkeiten eines Schwangerschaftsabbruchs im Internet recherchiere, komme ich zwangsläufig auf die Seite von Herrn Ahnen, ne? Also können wir eben babycoast.de. Ne? Es gibt auch da gerade rechtliche Auseinandersetzung, ob er überhaupt in der Art und Weise tätig sein kann, ob das nicht auch Volksverhetzung ist, dass er eben da diese Bezüge zum Holocaust aufmacht. Christina Ehnel hat vor einiger Zeit hier in Frankfurt eine Lesung gehalten. Ich arbeite an der Uni. Was habe ich auf meiner Uni-Dienstadresse bekommen? Eine diffamierende E-Mail
an alle Mitarbeiter der Universität geschickt, die davor warnt, dass Christina Hähnel in Frankfurt eine Lesung hält, mit sonstigen Bezichtungen. Also ganz, ganz furchtbare Situation, um ganz viele Menschen im Umfeld auch einzuschüchtern. Und eben auch diese Aktivitäten aus der christlichen Szene, Selbstberatungsangebote, Stichwort Profemina, eben anzubieten, die eben nicht ergebnisoffen oder neutral wären, damit man tatsächlich irgendwie als Betroffene in der Lage wäre, eine Entscheidung zu treffen, die fundiert und unbeeinflusst ist. Die ist ja kaum möglich in diesem Umfeld. Und das, obwohl wir ja gesetzlich tatsächlich sowohl die Beratungspflicht haben, als auch eigentlich daraus resultierend aus meiner Sicht eine Situation haben müsste, wo dann eben auch die medizinische Versorgungslage irgendwie vorhanden sein müsste. Und das ist ja seit Jahren schon, ob es jemals so war, mag ich zu bezweifeln, aber es ist ja einfach nicht vorhanden, dass wir eben so eine Situation hätten, dass das staatlich garantiert oder geschützt sei, dass es da überhaupt einen Schutz gäbe, damit eben Schwangere tatsächlich im Konfliktfall frei entscheiden und eben frei in ihrer Umsetzung einer Entscheidung auch sein können. Auf jeden Fall hat das in erschreckendem Ausmaß zugenommen, jetzt Einzelne von uns, die in diesem Bereich arbeiten, herauszupicken. Und das geht so weit, wie das, wenn Veranstaltungen stattfinden. Meine Kollegin Christina Hähnel hat das vielfach schon erlebt, dass dann die Veranstalter unter Druck gesetzt werden, eingeschüchtert werden. Es sind Kolleginnen, die zum Beispiel in der Klinik arbeiten. Dann gibt es einen Brief an die Klinikleitung. Wissen Sie, wen Sie da angestellt haben? Entlassen Sie die Person? Und da muss man schon Mut haben. Oder zum Beispiel gibt es auf Websites Profile von uns, also auch von mir, Kindsmörderin, Kindstöterin. Und das ist nicht so ohne, weil man ja nicht weiß, wie das Menschen auffassen. Das Internet ist weit und unüberschaubar und denken, da ist eine Mörderin, der zeige ich es jetzt mal. Und da, das ist auch digitale Gewalt letztendlich, die da auch ausgeübt wird, oder Internetkriminalität, wollte ich sagen, das Wort hat mir gerade gefehlt. Es ist Internetkriminalität auch, und da soll ja auch jetzt mehr gegen vorgegangen werden, und ich hoffe, dass das uns auch etwas mehr schützen wird. Christina Hähnel hat da jetzt zum Glück auch Recht bekommen in dem Verfahren in Weinheim, und Klaus Günther Ann ist ja zu einer Geldstrafe verurteilt worden wegen Beleidigung. Das sind mal doch kleine Erfolge, die sehr, sehr wichtig sind. Ja. Ja, wegen des zunehmenden Drucks aus der sogenannten Pro-Life-Bewegung sind Gesetzesinitiativen für Pufferzonen, wir haben eben über Schutzzonen gesprochen, es gibt ja unterschiedliche Bezeichnungen dafür, andere sagen Bannmeilen, das ist eher im parlamentarischen Kontext irgendwie in Deutschland vordefiniert, um Beratungen hier in Deutschland, aber auch um Kliniken, die Abbrüche durchführen in anderen Ländern, in den letzten Jahren immer wieder Thema gewesen. Zum Beispiel in England, in Wales, zuletzt habe ich gehört von Nordirland, Schottland, auch in Spanien wurde 2021 ein Gesetzesentwurf der spanischen Sozialistischen Arbeiterpartei vorgelegt, um die Belästigung von Schwangeren beim Betreten von Kliniken, in denen man Abbrüche eben auch durchführt, unter Strafe zu stellen. Ich finde das krass, dass es in so vielen Ländern Thema ist, und ich vermute, dass es ganz stark auch eine Reaktion darauf ist, dass jetzt eben diese Kampagne tatsächlich in sehr vielen Ländern aktiv ist und eben nicht nur, schon immer in den verschiedenen Ländern irgendwie da entsprechend Gruppen auch offensiv aufgetreten sind, wie man das vielleicht, wir kennen ja alle die Bilder aus den USA, irgendwie dort schon sehr viel länger kennt. Und was ich frappierend fand, war, dass auf diesem Gesetzesentwurf in Spanien eine Kommentierung erfolgt ist. Und zwar hat jemand diesen Gesetzentwurf als Gefahr für die Demokratie bezeichnet, weil es eben auch die Frage von Versammlungsfreiheit, Meinungsäußerung ebenso in Frage stellen würde. Und das Spannende fand ich, das war Tomislav Čunović, der hier in Frankfurt und in Pforzheim die Klagen gegen die Städte führt. Und der ist mittlerweile
der Beauftragte für International Affairs für 40 Tage für das Leben weltweit. Also da sieht man auch diese Verknüpfung wieder. Und es ist tatsächlich eine internationale Kampagne und fast schon hilflos stehen die verschiedenen Städte und Länder denen gegenüber, die eben ihr Recht auf demokratische Versammlungsfreiheit und Meinungsäußerung dort proklamieren, während sie aber andere in Bedrängnis bringen und in ihren Grundrechten oder in ihren Rechten einschränken. Und das finde ich so eine krasse Situation. Deswegen frage ich mich gerade auch, Frau Sass gegenüber, müssen die gesetzliche Regelungen nicht nur die Beratung, sondern eben auch Orte umfassen können, an denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden? Also gerade, Sie stehen ja auch in München vorm Gesundheitszentrum in Freilassing. Auf jeden Fall. Also wir brauchen das. Das ist ganz klar. Also allein wenn man die Versorgungslage sich insgesamt anschaut und der Rückgang an Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und es hat sich zum Glück auch einiges getan in den letzten Jahren, dass ein Fokus darauf ist, dass für Nachwuchs, ärztlichen Nachwuchs in dem Bereich gesorgt werden muss. Aber dazu gehört schon auch dann die Idee, dass man sich einem Bereich widmet, in dem man auch vielleicht relativ gefahrenfrei arbeiten kann. Und nochmal, also solange der Schwangerschaftsabbruch, der eine medizinische Leistung ist, im Strafgesetzbuch ist, kommen wir nicht voran. Die Streichung des 218 ist eine ganz elementare Geschichte, dass das kommen muss, dass wir da vielen anderen Ländern, die uns voraus sind, einfach nur Folgen brauchen und das streichen müssen. Ich hoffe, dass wir das erreichen werden, weil daran hakt es. Ja. Ja, also ich bin auch der Meinung, ganz offensichtlich gibt es einen dringenden Regelungsbedarf. Und jetzt ist so die Frage, die ich hier in die Runde einfach mal geben möchte, wie können Schwangere geschützt und wie kann der ungehinderte Zugang rechtlich abgesichert werden? Ja, ich würde Ihnen, Frau Sass, in der Tat recht geben. Das eigentliche Problem liegt in der Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs als solchem. Dazu muss man aber dann sagen, dass das natürlich auch nicht von irgendwoher kommt, sondern dass das Urteile des Bundesverfassungsgerichts aus den 80er, 90er Jahren sind, wo das ziemlich festgeschrieben ist. Das war die damalige Zusammensetzung des Zweiten Senats, die das bewirkt hat. Die haben explizit gesagt, die Schutzpflicht des Staates für das Leben, ein Grundrecht, das ja gerade im Hinblick auf Klimaschutz, Umweltrecht jetzt wieder ganz aktuell ist, die Schutzpflicht des Staates für das menschliche Leben umfasst möglicherweise auch die Strafbarkeit von Taten, die in das Leben eingreifen. Dass also die Strafbarkeit wurde hier geradezu zur Pflicht für den Gesetzgeber gemacht. Und da muss man erst mal drüber hinwegkommen. Das Bundesverfassungsgericht ist sehr zögerlich in der krassen Aufhebung von früheren Entscheidungen, teilweise vielleicht auch zu Recht, weil die Kontinuität der Verfassungsrechtsprechung ist ja allgemein was ganz Wichtiges. Deswegen, meine Meinung wäre auch, das ist fällig, dass dieser Paragraph wegfällt, beziehungsweise ins ärztliche Standesrecht zurückgeführt wird. Nun ist es aber gerade eine Errungenschaft, dass Sie denken an die Sterbehilfegeschichte, dass eben das Standesrecht keine Rechtsgrundlage mehr ist für Grundrechtseingriffe. Es ist also sehr komplex, das greift über in verschiedene Dinge. Und deswegen würde ich fast sagen, hier ist ein schrittweises Vorgehen des Gesetzgebers und auch derjenigen, die wirklich für die Frauen was bewirken würden, wichtig und richtig. Der erste Schritt, der unsägliche Paragraph 219a, das ist ja schon sozusagen in der Pipeline. Und das muss dann auch so geklärt werden, dass da nicht wieder neue Offenheiten bestehen, wo dann wieder eingegriffen werden kann. Und dann würde ich als zweiten Schritt eben diesen Schutzzonenaspekt und den Verbot des Einwirkens auf vulnerable Personen sehen. Dabei selbstverständlich nicht nur die Beratungsstellen, sondern auch die Praxen und Kliniken mit einbeziehen. Nicht, die sind ja auch mit angegriffen, nicht? Und ich würde sagen, erst recht, denn die Beratung ist ja nun im Vorfeld und die eigentliche Abtreibung ist ja nun für die Frau und für die Beteiligten insgesamt noch ein viel, viel schwieriger Aspekt. Und da den Schutz vorzusehen, finde ich wichtig. Und dann wäre als nächstes vielleicht die Frage, Nebenfragen, selbstverständlich wie Finanzierung von 218. Ich würde auch sagen, die Aspekte von Frühdiagnostik und so weiter darf man hier in diesem Fall auch nicht ganz vergessen, die auch wichtig sind, Pränatest und so weiter, jedenfalls für die medizinisch relevanten Fälle. Und dass wir da insgesamt zu einer Situation kommen, wo die Frage der Strafbarkeit sich nicht mehr so gravierend stellt, wie es jetzt im Moment tut.
Ein Satz noch zu der Geschichte mit dem Internet. Diese Fallkonstellation, die zeigt, dass sich auch das ganze Umfeld dieser Grundrechte verändert hat. Nicht? Die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit galten bis, ja, ich habe mich erinnert, in meinem Studium sowieso in den 68ern ganz gravierend. Da hat man immer gesagt, die Versammlungsfreiheit ist das Grundrecht des kleinen Mannes, wie es damals geheißen hat, würde man sicher Männer und Frauen sagen, das Grundrecht des kleinen Mannes. Und Paul Sethe hat mal gesagt, das ist die Pressefreiheit des kleinen Mannes. Nicht? Man hatte überhaupt nur die Möglichkeit, an die Öffentlichkeit zu kommen mit dieser Demonstrationsfreiheit. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht die Meinungsfreiheit und die Demonstrationsfreiheit, Versammlungsfreiheit derartig nach vorne geschoben. Nicht? Aber dass heute jeder, in Anführungszeichen, Idiot wirklich die Chance hat, über das Internet ein Millionenpublikum zu erreichen und Leute ganz persönlich zu gefährden, das kommt erst langsam in die Rechtsprechung hinein. Siehe Künast, nicht? Das ist das erste Urteil, wo einer von diesen internationalen Playern jetzt mal verurteilt worden ist, die Urheber dieser Unsäglichkeiten bekannt zu geben. Und da gibt es auch schon wieder Leute, die sagen, oh, da ist die Meinungsfreiheit im Internet, da kommt staatliche Zensur und so weiter. Nicht? Wir sind in einem Umfeld, wo sich alles wandelt. Und ich denke, in dieses Umfeld müssen wir das auch irgendwie reinplanen, diese Geschichte. Und deswegen ist vielleicht ein schrittweises Vorgehen, wo man dann immer wieder auf allen Stufen der Rechtsprechung und der Gesetzgebung deutlich macht, wie schwer wirklich diese Eingriffe sind, die in die Frauenrechte passieren und wie groß die Gefahren für die Ärztinnen und Ärzte sind, die in diesem Bereich tätig sind. Das muss eben verdeutlicht werden und das ist der Sinn eines demokratischen Prozesses, aber auch der Sinn der Rechtsprechung, auf die nun eingewirkt werden muss. Und ich darf, letzter Satz dazu, ich darf anmerken, im ersten Senat des Bundesverfassungsgerichts ist auch eine Trendwende erkennbar, während bis vor kurzem noch die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit fast absolut gesetzt wurden, haben wir jetzt einen Richter- bzw. Richterinnenwechsel. Und es gibt deutliche Anzeichen, dass der erste Senat die Persönlichkeitsrechte jetzt für sehr viel wichtiger hält als noch im vorigen Jahr. Ja, ich würde genau an diesen Schutzgedanken auch gerne anknüpfen. Im Schwangerschaftskonfliktgesetz steht ganz explizit drin, dass die Beratung auch dem Schutz des ungeborenen Lebens dient. Ist ja vom Gesetzgeber auch so angelegt, ja, dass Frauen Möglichkeiten aufgezeigt werden, ja, dass sie einfach auch diesen Anspruch haben auf die Beratung, ja, dass sie umfänglich nachdenken können und auch wenn sie dann entscheidungsfrei ist, aber wenn eine Frau davon abgehalten wird, ja, also dass sie in die Beratung geht, ja, dann wird ihr das verunmöglicht, ja, und jede Frau, die Angst hat, vielleicht dann da reinzugehen, ja, und sei es nur, weil sie erkannt worden ist oder so, ja, und dann eben die Beratung nicht bekommt, ja, und diesen Raum nicht hat für Informationen und um drüber nachzudenken, ja. Das kann in Konsequenz heißen, dass da ein Leben dann eben nicht mehr stattfindet, ja, und das Ungeborene eben dadurch genau nicht geschützt wird, ja, dass es verhindert wurde, dass sich Schwangere beraten lassen, ja. Also ich finde diesen Schutzgedanken, ja, der Beratungssituation wichtig, also so wie ihn der Gesetzgeber auch denkt, ja. Egal, ob das jetzt eine Pflichtberatung ist oder nicht, ja, das würde auch dafür gelten, wenn die Beratung freiwillig ist. Und auch dann brauchen wir die Schutzzonen. Ne? Also das ist genauso wichtig wie vorher. Aber der Gedanke, den ja das Verfassungsgericht so hochgehängt hat, der finde ich auch ist umzusetzen, ja, und dann auch der Kontext, der damit gedacht ist und vorgeschrieben muss, auch in den Schutz mit rein, ja. Und auch deshalb ist es wichtig, dass es in der Gesetzgebung geregelt ist, ja, und nicht Beratungsstellen dann dafür sorgen müssen, ja, dass Beratung geschützt wird. Ja. Ja, ich glaube, der Schutz des Lebens ist für uns alle total wichtig. Des Lebens, das schon auf der Welt ist, wie des ungeborenen Lebens, denke auch die Entscheidung, dass die Frauen eine Entscheidungshilfe bekommen, Unterstützung bekommen. Aber ich würde dem Bundesverfassungsgericht wirklich gerne mal einen Hinweis geben, das geborene Leben wäre auch zu schützen. Wenn ich habe mich gerade heute getroffen mit Kolleginnen zum Thema Kinderarmut und wenn ich das so sehe, wie, unter welchen Bedingungen Kinder heute auch
trotz diesem reichen Land leben würden. Da gäbe es, glaube ich, einen großen Bedarf an Schutz und Unterstützung. Dass das nur ja, peu à peu laufen kann, das ist schon eine Frage der politischen Auseinandersetzung, weil ich denke, es gibt wenig Dinge, die so massive politische Implikationen haben, ne, wie dieser Paragraph 218. Nur wenn man denkt, wie lange es gedauert hat, bis überhaupt zu einer Regelung gekommen ist, war ja schon schwierig und wie schwierig das erst dauernd ist. Also 219a, 218 gibt's ja, soll es ja eine Kommission geben von, ne, auf Bundesebene. Das ist ja die Planung der Ampelregierung. Wir können uns aber vorstellen, dass eine Kommission sicher länger tagt als die Wahlperiode oder na, bis zum Ende der Wahlperiode wahrscheinlich noch keine Entscheidung gibt. Es ist geplant, auf Bundesebene in das Schwangerschaftskonfliktgesetz eine Schutzzonenregelung mit aufzunehmen. Aber selbst diese Regelung ist im Moment, glaube ich, noch lange nicht in trockenen Tüchern. Das ist noch ein längerer Kampf. Und ich sehe das kommen, dass wir jetzt noch mal 2-3 Jahre mit dieser schrecklichen Situation zu tun haben. Und da frage ich mich schon, warum der hessische Gesetzgeber es nicht den Mut hat, dann wirklich auch mal ein Gesetz zu erlassen. Er kann damit rechnen, dass es auch beklagt wird, aber es wäre doch mal ein Schritt. Und da muss ich Ihnen schon widersprechen. Also der Herr Innenminister Beuth sieht dieses Problem überhaupt nicht. Ich glaube, er hat die Dimension des Problems überhaupt nicht erfasst. Er hat überhaupt, also vielleicht sollten wir mal mit dem Herrn Beuth vor die Beratungsstelle gehen und ihn noch mal mit der Situation konfrontieren. Aber ich glaube, da würde er nicht mitmachen. So, und ist halt der Meinung, das könnte man auf dieser unteren Verwaltungsebene regeln. Ich habe ihn jetzt noch nicht die Situation, also er hat sich noch nicht auf meine Einlassung letzte Woche im Landtag geäußert, wo ich ihn ja vorgeworfen habe, dass sie eine untaugliche Regelung auf den Weg gebracht haben. Aber ich bin mir sicher, dass er dazu auch eine Ausrede hat. Also da ist schon die Frage, warum schafft das wirklich diese Landesregierung nicht, zu einer rechtskonformen Lösung zu kommen oder sich den Mut zu fassen und sich auch in diese Auseinandersetzung zu begeben und wirklich diesen Schutz, den Sie gesagt haben, Frau Hohmann, das finde ich total wichtig, diesen Schutz der Frauen und dieser Schutz dieser wirklich schwierigen Situation auch tatsächlich zu gewährleisten. Ich finde, das ist ein ganz deutliches Staatsversagen, was ich hier, ne, Sie machen ein Gesetz und sind nicht in der Lage, es ordentlich umzusetzen. Das regt mich richtig auf. Und Sie sind nicht in der Lage, wirklich Frauenpersönlichkeiten, Frauen zu schützen und das Selbstbestimmungsrecht mit Frauen mit Füßen zu treten. Also, wie gesagt, wir wären sofort dabei. Ich weiß nicht, wie viele Anträge unsere Fraktion schon im Bundestag zur Abschaffung des 218 gemacht hat. Aber wir machen das gerne immer wieder. Die Diskussion muss geführt werden und die ist notwendig. Und eigentlich hätte sie 90 mit der Vereinigung auch wirklich auch in eine andere Phase gehen können. Aber wir haben das sicher, das ist ein langer Kampf und den werden wir sicher in diesem Land noch und eine lange Auseinandersetzung haben. Aber wichtig ist, ich denke, dass viele sich damit informieren, auseinandersetzen und dass viele auch ihre Stimme dazu erheben. Weil es ist in diesem Land noch nie was Gutes passiert, wenn sich nicht Menschen engagiert haben. Erst Frau Saas und dann meldet sich schon Herr Hufnischen. Wie stark sind die Lobbyisten im Hintergrund, die Pro-Lifer, die Abtreibungsgegner? Also das hat man doch den Eindruck, dass das bei recht vielen Vorgängen eine Rolle spielt, oder? Vielleicht auch mal so aus der konkreten Politik heraus, also würde mich interessieren. Ja, Frau Saas, die kommen nicht zu uns, ne? Also die Kirchenleute, die zu uns kommen, die haben da auch eine andere Meinung, als wir sie in der Anhörung gehört haben, Herr Hofen. Sie können sich ja erinnern, ne? Ich weiß jetzt ja gar nicht mehr, wer es war, aber hier einer aus Frankfurt, ein Kirchenobere, ich kenne mich da nicht so gut aus in den Kategorien, da ist das natürlich, ne? Also wenn man gegen Schwangerschaftsabbruch ist, ist man natürlich auch dagegen, dass die Frauen unbeeinträchtigt da stehen, ne? Also da, die würden eher, sag ich mal,
Ja, vielleicht damit, also manche von denen, ganz sicher nicht viele. Also ich kann nicht sagen, dass ich von der anderen Seite, aber ich bin nicht die CDU und ich bin auch nicht die Grünen. Ich denke mal, da werden andere Leute eine Rolle spielen. Aber teilweise ist es auch eine Mutlosigkeit, eine Entscheidung zu treffen. Natürlich ist es in der eigenen Partei umstritten, in der CDU ist es umstritten. Da ist es klar, ne? Also der CDU gibt es wahrscheinlich Mehrheit für die gegen einen Schwangerschaftsabbruch sind, die Möglichkeit, das überhaupt zu machen, aber schon gar nicht für die Abschaffung des 218. Das ist ja immer der Haupthindernis. Ne? Also somit ist das schon natürlich innerhalb den eigenen Reihen umstritten, aber ich denke, da kommen natürlich auch andere, die ein Interesse haben, dass die Situation so bleibt, wie sie ist. Und ich finde, das haben Sie vorhin toll gesagt, es geht darum, wirklich, dass Frauen nicht das Recht haben, über ihren Körper und ihre Reproduktion selbst zu entscheiden und dass es darum geht. Und ich weiß nicht, wie viele Diskussionen wir im Hessischen Landtag haben, natürlich insbesondere mit dieser ganz Rechtsaußenpartei, wo es darum geht, dass Frauen wirklich ja, ein gleichberechtigter Teil dieser Gesellschaft sind und dass sie selber bestimmen können. Ne? Das ist eine Grundsatzfrage und wir kriegen immer wieder die Diskussionen darum, dass Frauen ja doch nicht in alle Bereiche des öffentlichen Lebens sollen oder vielleicht ne, man zumindest nicht viel dazu tun will. Also das ist schon eine Frage, ne? Frauenrechte insgesamt, das spielt eine Rolle, das können wir nicht voneinander trennen. Ne? Auch Abbruchsgegnerinnen machen übrigens Schwangerschaftsabbrüche, ja, und sind froh, wenn sie das nicht illegal tun müssen. Herr Hufen. Ja, einen Aspekt noch aus dem Juristischen und mit der zweiten Bemerkung gehe ich dann über das eigentlich Juristische noch einen Moment hinaus. Aus juristischer Sicht, wir haben hier ein Zusatzelement eines einmal geschlossenen Kompromisspakets. Und in der Ära Merkel ist das Aufschnüren von Kompromisspaketen ausgesprochen schwierig, weil die Kompromisse waren eingeschnürt. Und wir haben nun mal im 2+4-Vertrag bei der Wiedervereinigung die Abtreibung drin gehabt. Und da hat sich gegen eine insofern liberalere ostdeutsche Regel eben die westdeutsche Regel durchgesetzt, jedenfalls teilweise durchgesetzt. Das Ganze war ein Kompromiss und nichts ist so schwierig aufzulösen in dieser Demokratie und auch im Verfassungsstaat wie einmal gefundene Konkordanzen und Kompromisse. Das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt, den ich ansprechen würde, Sie haben von Lobbyisten geredet. Ich weiß nicht, ob der Begriff hier richtig ist. Sicher, das sind dann mächtige Gruppen, die da auf Parlamentarier einwirken. Aber das gibt es in allen Bereichen und so wie wir hier sitzen, dürfen wir den konservativen Grundstrom, den es in diesem Lande gibt, nicht unterschätzen. Wenn Sie jetzt sehen, das vielleicht liberalste und fortschrittlichste Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum assistierten Suizid, wie das im Moment schon wieder auseinandergenommen wird geradezu, wie da wieder Hürden eingebaut werden, wie dieselben Kräfte, die gerade vom Verfassungsgericht nun wirklich kräftig unterlegen sind, jetzt wieder genau dasselbe reinschreiben, übrigens auch mit einem abgewandelten 217a, Werbeverbot für Sterbehilfeorganisationen, dann sehen Sie, was hier in dieser Gesellschaft teilweise auch los ist. Und hinzu kommt, das Thema eignet sich ja so wunderbar für Polarisation. Und Polarisation eignet sich so wunderbar für Populisten. Und das ist eben auch ein weltweites Phänomen, das wir im Moment haben. Und das muss man bedenken, wenn man sich in diesem Feld auch politisch bewegt. Und deswegen würde ich in der Tat sagen, im Moment kommt es darauf an, das Urteil oder der Beschluss, um zum Ausgangspunkt zurückzukommen, der Beschluss des VG Frankfurt ist so schrecklich, dass ich doch gute Hoffnung habe, dass er aufgehoben wird und dann weiter. Und selbst wenn er nicht aufgehoben wird, wenn er aufgehoben wird, würde ja das Verfassungsgericht in neuer Besetzung jetzt die Gelegenheit haben, endlich mal was zu den Betroffenen zu sagen, zu den Frauen also in diesem Fall zu sagen. Und da denke ich, das sind diese beiden Schienen, sollte man gehen, die verfassungsrechtliche Schiene und die politische Schiene. Da ist halt die Frage, ne? Wer ist der Gegner? Ne? Also die Stadt Frankfurt ist diejenige, die das, der Gegner in dieser Frage. Und wir haben halt erlebt, dass diese Gegnerschaft nicht sehr wirksam ist. Also die in dem Verfahren ist zum Beispiel nichts darüber gesagt worden von Seiten der Stadt Frankfurt, dass die Belästigung bis in die Beratungsstelle zu hören ist. Ne? Also das ist ja eine wichtige
wichtiger Bestandteil eigentlich eine Klageerwiderung. Und ja, da frage ich mich schon, oder gucken Sie jetzt hat ja das zur aktuellen Verfügung, hat ja das Gericht die Stadt kritisiert bezüglich ihrer Verfügung, dass die ja nicht mal darauf eingegangen sind, dass die den Anmelderinnen untersagt haben, dass Frauen tatsächlich belästigt werden. Also die Stadt hat das nicht mal drauf gehabt. Und das ist schon die Frage, ne? Also man muss ja immer, ne? Also man kann ein gutes Urteil vielleicht erkämpfen, ne? Auch wenn man nicht weiß hinterher, was rauskommt. Weil, aber da muss auch eine gute Gegnerschaft sein. Es muss jemand da sein, der sich wirklich mit ganzer Verve und mit ganzer Entschiedenheit dafür einsetzt. Und da bin ich jetzt skeptisch. Ich hoffe zwar, ne, darauf, dass die Stadt da die Kurve kriegt und dass die eine andere Politik macht, aber ich frage mich schon, wer an dieser Stelle sitzt, der das ja so halbherzig organisiert. Ja, aber Frankfurt ist ja nicht alleine hier. Nicht? Es gibt ja andere Städte, Karlsruhe, Mannheim waren die Fälle, und ich könnte mir vorstellen, dass es, je weiter sie nach Norden kommen, da auch die Städte der dort durchsetzungsfähiger sind. Es gibt eben leider nicht nur den Satz, wo kein Kläger, kein Richter, es gibt auch den Satz, wo kein Beklagter, da kein Richter. Nicht? Also, und wenn ein Beklagter nicht funktioniert, dann ist es eben auch schwierig. Und deswegen, ich würde auch mal eruieren, ob man nicht mal die Betroffenen oder eine betroffenen Klage, sei es von einer Beratungsstelle, sei es von einer wirklich Betroffenen, hier auf die Rechtsschutzschiene setzt. Das müsste man sehen. Ja, also ich verstehe das jetzt so, dass Sie auch vorschlagen, stückweise, dass die Städte sich untereinander stärker auch vernetzen und austauschen sollten in der Frage? Ja, zumindest die Städte, die hier ein Problem sehen. Nicht? Das sollte nicht isoliert erfolgen. Nicht? Dass also hier zwischen Karlsruhe und Frankfurt das offensichtlich nicht funktioniert hat, jedenfalls zwischen den Verwaltungsgerichten und den Verwaltungen. Das ist schon sehr deutlich, und ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus Ordnungsdezernenten gibt, die der Argumentation, hier ist ja auch die Beratungspflicht bzw. die Schutzpflicht für das Leben auf beiden Seiten angesprochen. Juristen sind eben manchmal unterschiedlich, nicht? Und deswegen muss man unterschiedliche Städte auch ansprechen und Leute sehen, dass man auf der Ebene weiterkommt. Mit der Möglichkeit zu klagen, da habe ich so einen leichten Widerwillen auf der persönlichen Ebene, weil wenn man schaut, dass den 219a so zu nutzen, dass man so massenhaft als Schreibtischtäter geklagt hat, ohne ein eigenes Risiko einzugehen, und dass das ja bis vor ein paar Jahren auch gut ging für die Abtreibungsgegner, dass sie selber auch überrascht darüber waren, wie erfolgreich sie waren. Dieses Klagen, Klagen, Klagen und damit einzuschüchtern, das ist, wenn das von unserer Seite zurückkam, also ich habe selbst auch schon Anzeige erstattet gegen die Beleidigungen, die zu mir gegenüber ausgesprochen wurden, dann ist das nichts, was einem Freude bereitet. Also das ist auch ein Weg, den ich normalerweise auch nicht einschlagen würde und auch nicht empfehlen kann, einzuschlagen. Ich wünsche mir lieber eine Gesetzgebung, die uns schützt, als dass wir uns so individuell per Klagen zur Wehr setzen, oder? Ja. Sie müssen eben dafür sorgen, dass Sie nicht individuell sind. Andererseits, es sind Individuen, die weitergekommen sind. Nicht? Also das Sterbehilfeurteil ist von einem Rentner irgendwo im Westfälischen erzwungen worden. Nicht? Und das Klimaschutzurteil ist von einer Halligbäuerin erzwungen worden. Nicht? Wenn wir nicht diese Einzelnen haben, unser Rechtsschutz ist auf Individuen ausgerichtet, zu Recht. Und wenn wir die nicht haben, dann wird der Rechtsschutz eben hier nicht begangen. Und Sie haben es eben mit mächtigen Gegnern zu tun, das ist vollkommen klar. Aber vor Gesetz ist dann der Einzelne genauso, vor dem Gericht ist der Einzelne genauso zu werten wie eine große Lobby, die da klagt. Ist mir vollkommen klar, Recht haben und Recht bekommen sind zwei sehr große Unterschiede. Aber ich habe ja nur gesagt, wir müssen ja unterschiedliche Wege finden, und eine Betroffenenklage, sei es von einer Ärztin, sei es von einer Betroffenen, sei es von einer Beratungsstelle in irgendeiner Form, darüber wäre wirklich nachzudenken, damit wir eben nicht mehr auf den Rechtsschutz durch die ja sehr ambivalenten Städte angewiesen sind. Ja, es ist halt für in dem Fall nochmal anders gelagert als eine Halligbäuerin oder auch eine Ärztin, die Abbrüche macht. Also da müsste sich eine Frau bekennen, ja, den Abbruch gemacht zu haben und mit dieser Tatsache ja in ein Verfahren gehen, das vielleicht Jahre dauert. Also welche Frau möchte darauf also zurückgeworfen werden? Die gibt's vielleicht. Also die musste wahnsinnig tough sein, ja, und also auch ja ein bisschen Geld haben oder supported. Aber
Ja, wir können uns das immer schwer vorstellen. Es gibt ja manchmal auch Anfragen, also auch von Journalistinnen oder so. Ne? Haben Sie nicht jemanden, eine Frau, die da mal Stellung nimmt oder die was sagt? Oder ne, können wir die interviewen, wenn die aus der Beratung? Das funktioniert nie. Also wir würden es noch nicht mal wagen, die anzusprechen. Ne? Also es ist einfach wahnsinnig schwierig, jemanden zu finden, die also den Mut hat, das zu machen. Die gibt es vielleicht, ja, aber das ist wirklich nicht einfach, es ist eine viel höhere Hürde, glaube ich, als bei jedem anderen, ja, bei jedem anderen Thema, mit dem man ja vor Gericht sieht. Das sehe ich auch so, dass da große Unterschiede bestehen, natürlich, aber die Einzelne ist in dem Fall auch nicht ganz alleine. Nicht? Sie muss auch nicht ex post sich bekennen, ich habe abgetrieben. Nicht? Einfach mal versuchen, Einklagen der Schutzpflicht, Antrag auf einstweilige Anordnung vor dem Verwaltungsgericht in auf Schutz beim Weg zur Abtreibung oder beim Weg zur Beratungsstelle. Nicht? Also es wird so viel vorläufiger Rechtsschutz angeklagt, dann müsste das eigentlich auch mal möglich sein und dann ist man eben im Instanzenweg und dann kann man weitergehen. Aber ich will jetzt hier nicht Rechtsberatung betreiben, nicht? Also ich finde das schon sehr, sehr spannend und überlegenswert auf jeden Fall. Ich wollte noch mal zu dem Punkt sagen, dass also ich finde es wichtig, Frauen dazu zu ermutigen, dazu zu stehen, dass sie einen Schwangerschaftsabbruch hatten. Und ich habe in den letzten Jahren, also wenn Veranstaltungen da waren, habe ich gerne mal so ins Publikum gefragt, kennen Sie jemanden, die einen Schwangerschaftsabbruch hatte? Reden Sie darüber? Und dann war erstmal so ein Moment ein Schweigen und dann haben sich Einzelne zu Wort gemeldet. Und ich finde, dass wir dazu beitragen sollten, dass sich das Klima ändert. Denn wenn die Gesetze geändert sind, ist noch lange nicht die gesellschaftliche Einstellung geändert. Also das ist auch was, wo wir dann drauf hinwirken sollten. Und ich hatte neulich eine Patientin, ich spreche dann ja auch, wir sprechen dann auch darüber, ob sie offen damit umgeht oder nicht und Krankschreibung und so weiter. Und dann sagte sie zu mir, nee, ich habe mit meinem Chef geredet, ich habe ihm erzählt, dass ich einen Abbruch habe und er hat zu mir gesagt, nimm dir alle Zeit der Welt. Und dann dachte ich, ja, so kann es auch sein. Und das hat sie auch ganz selbstbewusst gesagt und dachte ich, das ist gut, das ist schön, dass es das so auch gibt und da sollte man... Warum? Inwiefern? Soweit habe ich jetzt am nicht gedacht. Am besten noch mal kurz wiederholen, weil man das nicht gehört hat draußen am Mikro. Sie haben den Chef jetzt in Anspruch genommen, aber der hatte wahrscheinlich ein unlauteres Motiv, gegen die Schwangerschaft zu sein, dieser Mitarbeiterin. Das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber einfach für eine Atmosphäre zu sorgen, dass die Stigmatisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, die natürlich auf der Basis der Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen überhaupt auch gesellschaftlich gewachsen ist, dass es was im Grunde verboten ist zu tun, dahin zu führen, dass wir der gesellschaftlichen Tatsache, dass wir 100.000 Schwangerschaftsabbrüche im Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche machen, im Jahr ja haben, dass es eine gesellschaftliche Realität ist, dass es ein unausgesprochenes Geheimnis ist, dass es gibt keinen Grund, dass es so ist. Es gibt natürlich das Recht, dass man das nicht mitteilt, wenn man das möchte. Aber dass wir dazu beitragen, dass dann ein wesentlich offeneres Klima zu existiert, das ist für mich schon auch was, wo wir alle zu beitragen sollten. Ja. Ich würde das gerne noch weiten, so eine allgemeine Enttabuisierung aller Fragen, die um Reproduktion eigentlich in Deutschland dieses Klima vergiften in den letzten. Also wir haben ja, egal ob es um frühe Fehlgeburten, auch ein Thema, was irgendwie ganz, ganz viele, fast schon regelhaft, die irgendwie Kinder bekommen wollen, irgendwie betrifft, bis zu Fragen wie Gewalt unter der Geburt oder eben auch Abbrüche. Es gibt ganz viele Themen in diesem Gesamtbereich, die einfach gesellschaftlich tabuisiert sind, wo man nicht drüber spricht und wo man wirklich merkt, falls, wenn mal drüber gesprochen wird, wie man einen Raum aufmacht und wie Betroffene dankbar sind, dass sie Raum bekommen für diese Dinge und auch andere ja, merken, dass sie nicht alleine sind, dass sie andere finden, die in einer ähnlichen Situation, die als sehr belastend und auch schicksalshaft wahrgenommen wird, finden und sich darüber austauschen können. Und das hat, ne, Christiane Böhm hat eben schon viel von eben auch der Unterdrückung und Frauenrechten irgendwie gesprochen, dieses gesellschaftliche Klima zu solchen Fragen dann überhaupt sich nicht auch das so individuell mit sich ausmachen zu müssen oder eben nur sehr wenige Vertraute einbeziehen zu können, weil eben ein Stigma damit
damit verbunden ist, weil man es nicht offen aussprechen kann oder eben auch fürchtet, dass man irgendwie da, weiß ich nicht, schlechtes Ansehen oder blöde Situationen auf Arbeit oder was auch immer damit verbunden sind. Das ist natürlich ein Riesenproblem. Also da, das ist was, wofür ich mich auch sehr einsetze und für werben möchte irgendwie, dass man sich mehr traut, und ich nehme zunehmend wahr, zumindest gerade im städtischen Bereich, dass junge Menschen da zunehmend bereit sind, auch öfter offen zu sprechen, dass das diese Vergiftung dieses gesellschaftlichen Konsens, solche Themen eben nicht anzusprechen, dass die irgendwann ein Ende findet oder zumindest ein bisschen weniger wird. Weil das natürlich auch sehr viel damit zu tun hat, dass es eben keine Möglichkeiten gesehen werden, sich auch zu wehren in Situationen, wo man unter großem Druck steht. Und das fand ich jetzt eben auch nochmal ganz bezeichnend an dieser Runde. Ne? Wir haben so große Begriffe gehört wie Staatsversagen. Ne? Also wer schützt vor den Abtreibungsgegnerinnen? Und wir stellen eigentlich fest, dass alle möglichen Regelungsbereiche nicht funktionieren, beziehungsweise gerade den Schutz nicht so bieten, wie man ihn eigentlich bräuchte. Und dass es eben auch offensichtlich auf politischer Ebene nicht die Bestrebungen gibt, es wirklich anzugehen. Und wir haben ja hier in Frankfurt festgestellt, das kostet ja alles Zeit, und die haben wir eigentlich nicht. Ne? Alle zweimal im Jahr, alle stehen die für zweimal 40, also stehen die für 40 Tage wieder vor der Beratungsstelle. Wir haben jetzt die Situation, dass die Auflagen gekippt worden sind, weshalb sie wieder vor der Beratung stehen dürfen. Wir haben zwar die Stadt, die in Berufung geht gegen dieses Urteil. Wir wissen noch nicht, wie lange das alles dauert. Das kann dauern. Wir wissen, Gerichte haben viel zu tun und eben auch nur begrenzt Zeit, sich solchen Fragen zu widmen. Ob das bis zum Herbst irgendwie greift, ich bin mir unsicher. Dann ist die nächste Saison sozusagen, mit der wir rechnen können. Morgen wird es eine große eine Demonstration und eine Kundgebung hier in der Stadt geben, werde ich nachher auch nochmal zu einladen, wo die Bundespolitik nochmal in die Pflicht genommen wird, auch verschiedene Mitglieder des Bundestages entsprechend eingeladen worden sind, weil die neue Koalition auf Bundesebene auch sich dazu im Koalitionsvertrag geäußert hat und gesagt hat, wir wollen eigentlich eine Regelung für dieses Problem finden, eben einen freien Zugang zur Beratung gewährleisten. Dann haben wir eben auch schon gehört, ja, Schwangerschaftskonfliktgesetz, Ethik, Kommission. Das sind jetzt Prozesse, die sind nicht von heute auf morgen irgendwie aufgesetzt, sondern darüber Verständigungen zu finden, wird ja eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Und auch zu hören, dass natürlich die Klagewege auch Betroffenen offen stehen, ist gut. Immer gut zu wissen, ne? Ganz ohne Frage. Aber zum Schluss heißt es ja, gerade wenn wir uns fragen, wer schützt vor den Abtreibungsgegnerinnen, ist zum Schluss wieder selber machen. Ne? Nur eine prozessuale Idee noch. Es gibt auch im Verwaltungsrecht die Möglichkeit der Nebenklage sozusagen. Es gibt die Möglichkeit der sogenannten Beiladung. Da könnte man ja auch mal dran denken, ob nicht eine Betroffene oder eben eine Beratungsstelle in den Prozess reinwirkt und wenigstens die wichtigen Informationen auf diese Weise reinbringt. Sie ist dann nicht Klägerin, aber sie kann sich in diesen Prozess einbringen. Und insofern also ist es ganz gut, dass man sich da auch juristisch mal auf die Hinterbeine stellt. Ja, vielen Dank. Genau, da gibt es eine Meldung aus dem Publikum, und genau das ist ja auch das, was ich auch gerne mal langsam aber sicher aufmachen möchte, und zwar den Raum für Fragen sowohl hier im Saal als auch für, wenn sich Interessierte vor den Bildschirmen noch hier einklinken möchten für Fragen, die dort aufkommen. Also wer an den Bildschirmen sitzt, kann es jetzt gerne noch seine oder ihre Frage schicken. Wir freuen uns darüber, und hier freue ich mich auf die erste Frage aus dem Saal. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die gute Diskussion. Die ist ja immer wieder leider noch nötig. Ich habe aber zwei Sorgen. Zum einen glaube ich, dass auf Bundesebene nicht wirklich was im Sinne der Frauen geregelt werden wird. Die Wurzel allen Übels ist immer noch der 150 Jahre alte Paragraph 218 aus einer autoritären Zeit, der die Frauen entmündigt. Ich bin Monika Christian, ich bin Stadtverordnete der Linken hier in Frankfurt am Main, und ich habe die ganze Diskussion um die Klagen und den Beschluss der Stadtverordnetenversammlung mitbekommen. Also monatelang hat es hier Auseinandersetzungen in der Stadtverordnetenversammlung gegeben, und es gab einen Beschluss an den Ordnungsdezernenten, die Auflagen zu verfügen. Er hat sich wirklich monatelang geweigert, obwohl er eigentlich diesen Beschluss hätte ausführen müssen.
Und was dann am Ende rausgekommen ist, das ist eine halbherzige Klage gewesen, die also vieles vernachlässigt hat, wie zum Beispiel das laute Beten und man kann ja schlecht Tatsachen nachschieben. Meine zweite, und auf Bundesebene glaube ich nicht, dass die neue Koalition den Paragraphen 218 abschaffen wird. Anne Spiegel ist in einer Talkshow gefragt worden, wie sie denn dazu steht, und sie hat sich permanent trotz mehrfacher Nachfragen geweigert, hier eine klare Position zu beziehen, und hat gesagt, es wird sich eine Kommission damit befassen. Also ich glaube nicht, dass wir da eine positive Entscheidung im Sinne auch der Bevölkerung, Weltbevölkerungskonferenz von Nairobi 2019 zur reproduktiven Selbstbestimmung von Frauen und Zugang zu sicheren Abtreibungsmethoden auch bekommen werden. Was mich jetzt nochmal besonders besorgt, wir haben es mit einer Verrohung der Gesellschaft zu tun. Seit Jahrzehnten haben wir das in den USA, dass Ärztinnen und Ärzte, die Abtreibung vornehmen, auch mit dem Tode bedroht werden und auch ermordet worden sind, auch Klinikmitarbeiterinnen. Und wir sehen es jetzt auch anhand bei dem Beispiel der querdenkenden Menschen, sogenannten Querdenker, dass auch vor Gewalt nicht zurückgeschreckt wird. Und ich habe wirklich Angst, dass auch in dieser Sache Abtreibungsmöglichkeiten, dass wir hier noch mal mehr mit Gewalt auch zu tun haben werden. Und meine Frage deswegen an Professor Hufen, ich habe dieses Urteil vom Verwaltungsgericht Karlsruhe mit Interesse gelesen. Ich fand das recht gut, jetzt im Gegensatz zu diesem für mich frauenfeindlichen Urteil vom Verwaltungsgericht Frankfurt. Das war relativ ausgewogen. Da ging es viel auch um das Persönlichkeitsrecht, was hier in Frankfurt nicht gewürdigt worden ist, nicht genügend jedenfalls. Meine Frage an Professor Hufen, Sie hatten dann vorhin etwas zur Sicherheit, öffentlichen Sicherheit auch gesagt. Können Sie das bitte nochmal ausführen, was man vielleicht benutzen könnte, um eben gegen diese Vorgänge vor Pro Familia vorzugehen? Ich glaube, das ist ein Punkt, den wir vielleicht nochmal näher betrachten müssten. Danke. Ja, das habe ich im Zusammenhang mit der Eingriffsgrundlage, der gesetzlichen Eingriffsgrundlage gesehen. Der Begriff der Sicherheit steht sowohl im Versammlungsgesetz als auch in den Polizeigesetzen als Eingriffsgrund für jegliche Grundrechtsbetätigung. Nicht? Die Polizeigesetze gehen ja davon aus, es ist alles erlaubt, aber ich darf es verbieten, wenn es Rechtsgüter gibt. Und wenn es einzelne Rechtsgüter gibt, ist das sowieso klar. Aber wenn nichts mehr hilft, dann hilft eben der Aspekt öffentliche Ordnung und Sicherheit. Das sind die sogenannten Generalklauseln. Diese öffentliche Sicherheit wird definiert als eben Abwesenheit von strafbaren Handlungen, nicht? Also, oder auch Abwesenheit von Gefährdungen für Leib und Leben oder auch Abwesenheit von Gefährdungen für das Persönlichkeitsrecht. Sie müssen also immer durch diese Eingangsschwelle, diesen Gatekeeper öffentliche Sicherheit, um überhaupt zu Einschränkungen hier in diesem Bereich zu kommen. Und auch der Gesetzgeber, der hier tätig wird, der die Versammlungsfreiheit oder die Meinungsfreiheit einschränkt, der müsste auch nachweisen, dass zum Schutz eines Rechtsguts, gegebenenfalls auch der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, eben diese Einschränkung notwendig und erforderlich ist. Und daran hat das ja damals gerade gehakt, nicht? Weil die Kollegen gesagt haben, es reicht ja eine Einzelverfügung, wir brauchen kein Gesetz, was ja jetzt widerlegt ist, ganz offensichtlich, nicht? Und also den Schutz vor Beeinträchtigungen, die sozusagen mittelbar sind, wenn ich da erkennbar wäre, dann habe ich Gefahren im Internet und so weiter. Das wäre wahrscheinlich im juristischen Sinne kein Argument, denn es steht neben der öffentlichen Sicherheit immer ein konkreter Eingriff. Konkret muss der sein. Sie können nicht sagen, hier, ich werde gefährdet, wenn ich da genannt werde. Das musste gerade Frau Künast erfahren, nicht? Wie hoch die Hürde ist, mal zu sagen, also jetzt werde ich in meinen persönlichen Rechten so gefährdet, dass der Gesetzgeber hier eingreifen muss oder dass die Verwaltungsbehörde hier eingreifen muss. Aber das Grundbedenken sehe ich hier auch schon, dass also diese Gesetzesparagraphen, gerade die Interpretation der öffentlichen Sicherheit sozusagen aus dem genügsamen Polizeistaat des 19. Jahrhunderts stammt oder auch vielleicht aus der sehr sicheren Zeit der 50er bis 70er Jahre, und dass eben die neuen Gefahren durch Internet und durch Verrohung der Gesellschaft eben auch da hineingerechnet werden müssen, das ist leider so. Einzuschüchtern und Angst zu machen, das war ja eine der Hauptmotive bei den 219a-Anzeigen, und die waren ja wirklich erfolgreich, weil
das ja über fast 20 Jahre so ablief, dass Anzeigen kamen gegen Kliniken, gegen einzelne ÄrztInnen und dann der Staatsanwalt Kontakt aufgenommen hat und gesagt hat, angeboten hat, nehmen Sie den Eintrag von der Website und wir stellen die Sache ein. Und damit haben die Abtreibungsgegner sich auch zufrieden gegeben. Das fanden sie super, das ist das, was sie erreichen wollten. Und für mich ist ein wichtiger Schutz die Öffentlichkeit. Denn diese Anzeigen, die haben ja isoliert und vereinzelt. Und das hat sich ja außerhalb der Öffentlichkeit abgespielt, über ganz viele Jahre. Klammheimlich hat sich dieser Prozess durchs ganze Land vollzogen. Wenn man das so nachvollzieht, wo die ersten Anzeigen kamen, die waren vor allen Dingen in den neuen Bundesländern. In den Kliniken, wo das einfach noch so ein bisschen selbstverständlicher auch war, dass es durchgeführt wird. Die sind erstmal eingeschüchtert worden. Und wer von uns Ärzten will schon mit dem Recht und Gesetz zu tun haben? Das klingt immer so ein bisschen nach Kunstfehler, bleibt immer irgendwas hängen. Und genau, Staatsanwaltschaft, da will man nichts mit zu tun haben. Das steckt ganz tief in meiner Berufsgruppe drin. Der größte Schutz ist Öffentlichkeit. Das haben wir auch so erlebt und das ist überwältigend gewesen, was für Unterstützung wir gekriegt haben. Denn natürlich sind Ängste damit verbunden, wenn man sich zur Wehr setzt. Man denkt, werden sich Patientinnen abwenden, wird es vielleicht, werden auch dann Mahnwachen vor der Praxis sein, werden wir Einschüchterungen erleben. Nein, wir haben einfach gesagt, wir haben keine Angst, wir setzen uns zur Wehr, wir lassen uns das nicht bieten. Und es kam eine unglaubliche Solidarität, Zuspruch und ich mache das jetzt auch absichtlich, dass ich immer sage, ich bin Ärztin, ich führe Schwangerschaftsabbrüche durch, Punkt. Ich habe keine Angst, das zu sagen. Ich will damit auch eine Vorbildfunktion ausüben, dass man da nicht, ich mache es, aber ich will nicht drüber reden. Also dass dieses Gemauschel, was in meiner Berufsgruppe sehr verbreitet ist, versuche ich auch beizutragen, dass sich das ändert. Man kann das, ich erlebe natürlich auch Bedrohung, aber es war noch immer aushaltbar für mich persönlich. Also es gibt natürlich Grenzen, wo ich dann vielleicht nicht so genau hingucke oder das nicht so mitkriegen will. Aber ich möchte mich da nicht beugen oder auch meine Kolleginnen und Kollegen, die das Gleiche erleben wie ich, uns beugen und uns einschüchtern. Dann haben sie ja ihr Ziel erreicht. Also nein. Ja, da bin ich Ihnen auch sehr dankbar, Frau Saas, Ihre Kollegin, Frau Hähnel, dass Sie das so konsequent machen, dass Sie da auch so konsequent an die Öffentlichkeit gegangen sind, weil erst dadurch ist ja das mal der ganze Skandal mal deutlich geworden, ne? Sonst kriegt es ja keiner mit, ne? Und ich denke, das muss man überlegen, wie kann man das vielleicht auch noch mal stärker machen, ne? Wir haben dieses zivilgesellschaftliche Element, ist ja wichtig, ich denke dauernd immer noch an den Sterntitel, ne? Wir haben abgetrieben, ne? Vielleicht muss man wieder in solcher Art und Weise auch wieder deutlich machen, ne, diesen Mut in einer kollektiven Form deutlich machen. Und ich denke, das ist total wichtig, dass wir das, dass das so, ja, dieser persönliche Mut so, ne, zum Tragen kommt, das schon. Aber ich denke halt andererseits aber auch, dass wir auch nochmal diesen Gesetzgeber fordern sollen. Ne? Und ich bin jetzt so die ganze Zeit im Überlegen, was machen wir denn mit unserem alten Gesetz von vor 3 Jahren? Ne? Wollen wir es denn einfach nochmal in den Landtag einbringen? Ne? Was würden Sie uns denn empfehlen jetzt, ne? Wenn wir uns jetzt vielleicht mal eine Politikberatungsrunde hier daraus machen? Was meinen Sie denn, wie wir denn am besten dazu umgehen sollten? Weil ich denke schon, das ist auch Öffentlichkeit. Ne? Das ist nämlich, dadurch ist auch eine Diskussion einfach auch entstanden im politischen Raum, aber sicher auch im öffentlichen Raum. Das hat sich ja auch Medien dafür interessiert. Also vor 3 Jahren wurde das schon ganz schön diskutiert. Und ich finde schon, dass die Politik da, der Gesetzgeber entsprechend gefordert werden soll. Ja. Dürfte ich vielleicht kurz noch mal auf diesen Sicherheits- oder Gefährdung der Sicherheitsaspekt eingehen, weil ich gerade den, also von Seiten des Ordnungsamtes in Frankfurt oft gehört habe. Also auch die Argumentation, ja, das ist doch unglaublich friedlich, ja, die Sicherheit ist überhaupt nicht gefährdet. Und mit diesem Friedlichkeitsmantra tritt die Mahnwache auch auf. Ja? Also so wirklich so
ganz harmlos. Und die haben im Gegenteil sich ja, also auch Bedrohungsszenarien generiert von Abbruchsgegnern. Ja? Und ich weiß nicht, wie oft die Polizei geholt wurde von denen. Zeitweise mehrfach am Tag mussten die kommen, weil sich die Mahnwache bedroht gefühlt hat. Mhm. Ja? Und das heißt also, diesen ja, Gefährdung der Sicherheit muss noch mal weiter definiert werden als ja, Angriff von Leib und Leben. Ja. Die ist definiert. Öffentliche Sicherheit wird nicht erst gefährdet, wenn Blut fließt. Ne? Also das Bundesverfassungsgericht, Originalton, Leitsatz aus der Entscheidung von 2010. Das könnte der Fall sein, wenn sich Patientinnen, deren Weg in die Arztpraxis am Standort der gegen die Abtreibung Protestierenden vorbeiführt, durch dessen Aktionen Belästigungen, Klammer auf, einem Spießrutenlaufen, Klammer zu, ausgesetzt sehen können. Hier ist es als Gefährdung der öffentlichen Sicherheit definiert oder als mögliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, wenn Patientinnen belästigt werden. Schon die Belästigung reicht die Ausnahme. Und wie dann das Verwaltungsgericht dazu kommt, das sei eigentlich nur ganz milde. Sie haben gesagt, das ist eine gefühlte Belästigung. Das wäre vielleicht mal interessant von Ihnen zu hören, was denn der Unterschied zwischen einer Belästigung und einer gefühlten Belästigung ist. Eine Belästigung ist immer, ne? Also ich muss ja entscheiden, ob ich jetzt belästigt werde oder nicht. Gibt es da noch mal eine Also eine gefühlte Belästigung in dieser Situation ist die Definition der Belästigung, würde ich mal sagen. Das ist immer gefühlt, nicht? Also das Persönlichkeitsrecht, auf das eingewirkt wird. Wir haben ja den seelischen Körper, die seelische Körperverletzung ist das ja fast hier, nicht? Also wir haben ja nicht nur die Körperverletzung, liegt ja nicht nur vor, wenn in die körperliche Unversehrtheit eingegriffen wird. Die körperliche Unversehrtheit umfasst die seelische Unversehrtheit und auf das könnte man hinweisen. Aber Sie haben mich konkret gefragt, was machen wir jetzt mit unserem Gesetzentwurf? Ich würde sagen, Rechtsweg ausschöpfen mit der Möglichkeit, in den Prozess hineinzukommen. Und wenn der wieder nichts wird und wenn es wirklich so ist, dass auf verfassungsrechtlichem Wege nichts zu machen ist, dann würde ich in der Tat sagen, Gesetzentwurf, sei es auf Bundesebene, sei es auf Landesebene, hat eine neue Situation. Das ist immer wichtig, wenn man mit einem Projekt wiederkommt. Wir sind insofern jetzt in einer völlig anderen Situation, Wiederaufnahme des Verfahrens, nennt man das juristisch, als es jetzt, wir sind düpiert worden. Damals ist dieser Gesetzentwurf zurückgewiesen worden mit dem zentralen verfassungsrechtlichen Argument, es reicht die Einzelverfügung. Dass die nicht reicht, ist jetzt gerichtsnotorisch nachgewiesen. Also machen wir es jetzt wieder politisch. Dann hätten Sie wieder einen neuen Ansatzpunkt. Vor allem, weil es im Urteil ja auch ganz klar hieß, es fehlt die gesetzliche Grundlage. Ne? Ja. Was ich noch ganz spannend finde, ich bin ja Stadtverordnete, ist die Gefahrenabwehrverordnung, die in Frankfurt ja auch immer gerne angefasst wird, in den verschiedensten Richtungen, ehrlich gesagt. Und in dem ganz viele Dinge, die ich für nicht zu Regeln notwendig erachten würde, als Gefahren für die öffentliche Sicherheit irgendwie zum Teil deklariert werden. Ist das ein Instrument, wo man sagen könnte, hier könnte man auch sagen, wir bestimmen einzelne Einrichtungen, wie eben eine Beratungsstelle, eben auch dafür schützenswert und davor dürfen diese und jene Dinge nicht stattfinden? Die Gefahrenabwehrverordnung ist ja nur eine Umsetzung auf Verordnungsebene von der gesetzlichen Grundlage. Also die Gefahrenabwehrverordnung, die präzisieren ein bisschen diesen unsäglich breiten Sicherheits- und Ordnungsaspekt aus den Polizeigesetzen heraus. Da im Einzelfall mal zu sagen, ja, also Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist nicht nur, wenn falsch geparkt wird oder die Feuerwehr nicht durchkommt, sondern Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist eben auch das Einwirken auf schwache Personen in einer solchen Situation. Das könnte ich mir schon vorstellen, aber das, wie gesagt, das sind dann alles Fälle, die im Einzelnen dann angerührt werden müssen. Großartig. Eine Frage aus dem Publikum. Bitte schön. Hallo. Es gab in den letzten Jahren in Frankfurt ja auch immer wieder zeitweise kreative Protestformen gegen die Mahnwachen der Pro-Life-Leute. Zum Teil in subtiler Form, dass Transporter gemietet wurden, die als Sichtschutz fungierten zwischen dem Eingang von Pro Familia und der Mahnwache. Oder auch in lautstärkerer Form, dass zu Musik eine Gruppe von jungen Leuten Gymnastik gemacht hat für das körperliche Selbstbestimmungsrecht. Und wie kamen diese Aktionen bei Pro Familia an und vor allem auch, wie kamen diese Aktionen bei den Frauen an? Weil wenn es um die Frage der Anonymität geht, ist jetzt natürlich eine Gruppe an Leuten, die tanzen, jetzt auch nicht, zumindest ist es dann nicht anonym. Aber genau, insgesamt fand ich die Aktion natürlich
sehr schön, dass was gemacht wurde. Danke. Ja, also wir fanden vieles auch schön. Ja, also ich glaube, ich habe in dem ersten Schreiben an das Ordnungsamt 2017 geschrieben, wenn die Leute da stehen bleiben, dass der Platz zu einem Hotspot wird. Und genau das ist auch eingetroffen. Ja, ist natürlich ja, für eine Beratungsstelle, ja, es ist nicht ideal, aber es kommt schon drauf an, was da ist. Ja, und das ist ein Platz, da geht es rein in Palmgarten, da ist KfW, die mittags, die Leute sitzen da in der Pause und so. Da ist auch manchmal viel los, Kindergartengruppe. Es ist ein öffentlicher Platz, ja. Von daher, glaube ich, stört das wenig, ja. Also es gab auch Aktionen, wo wir gesagt haben, naja, also muss das sein, ja, also tatsächlich, ne, also nicht alles fanden wir super, vieles fanden wir sehr lustig, ja, das, ja, aber eben, weil sich die Betwache bedroht gefühlt hat, dann immer Polizei war, zeitweise waren da zwei Mannschaftswagen über, ne, also über Stunden da gestanden. Das macht dann schon wieder eine Atmosphäre, die so für den Beratungskontext nicht so toll ist, weil, ne, da kann man sich dann schon wieder irgendwie angesprochen fühlen. Das ist halt dann so eine Mixtur, ja, also natürlich ist es uns am liebsten, wir beraten, ja, und natürlich darf auf dem Platz öffentliches Leben sein, das ist völlig okay, ja. So, ja, man braucht das nicht immer, ja, aber trotzdem waren wir sehr berührt über die Unterstützung, ne? Also auch, dass so viele Menschen das auch finden, das geht uns was an und wir wollen euch was Gutes tun und so. Also das fanden wir auch schön, ja. Und wir können das ja auch nicht steuern, was dann da an Gegenaktionen kommt, ja. Und das ist ja wiederum auch dann Sache des Ordnungsamtes, dann für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu sorgen, ja. Ich glaube, man muss es vielleicht noch mal kurz erklären für diejenigen, die nicht verfolgt haben, was da in den letzten Jahren passiert ist. Also ich glaube, es war gerade 2017, wo fast täglich versucht worden ist, den Mahnwachenden etwas entgegenzusetzen. Wo nee, das war erst 2018. Wir haben auch einen Moment gebraucht, um aus der Schockstarre in Aktion zu kommen. Also die erste Runde war wirklich schlimm, weil die standen direkt vor dem Eingang. Ne? Also da, und wir dachten erst, was machen wir? Ne? Dürfen wir überhaupt? Ne? Also sollen wir... Ja, und dann wurde aber klar, das ist keine Situation, ne, die in der gut Beratung möglich ist, ja. Und 2018 ging es dann los, 2018, 2019 waren so die Power-Jahre, ja. Ja, wobei man da auch einfach zugeben muss, das ist natürlich auch eine furchtbare Anstrengung, was so Mobilisierung von Menschen und Zeit und Energie betrifft, dem tatsächlich im gleichen Maße was entgegenzusetzen. Ne? Also muss ich schon immer wieder vor Augen halten, die haben einfach eine große Ausdauer und offensichtlich auch genug zeitliche Ressourcen, die man kaum bedienen kann, um tatsächlich hier deutlich zu machen, dass das nicht unwidersprochen bleibt, was da passiert. Gleichzeitig ist gerade bei denjenigen, denen es da ganz konkret um den Schutz der Ratsuchenden und auch der Beratung geht, völlig klar, dass man ja nicht diesen Ort zu einer Art, weiß ich nicht, Kampfzone oder sowas machen darf. Ne? Also das ist halt auch dieser andere Punkt, dass auch die Formen, die man wählt, natürlich auch ja, sehr, sehr, sehr bedacht gewählt sein wollen. Klare Sache. Christian. Also ich fand das sehr zynisch, wie der Innenminister Bord damals gesagt hat, war das so, dass sie gebetet haben, aber es waren dann einige Leute aus der Frankfurter Zivilgesellschaft, die den Eingang zumindest mit ihrem Stuhl, ne, mit dem Kollege, der da immer saß und seine, ne, teilweise wirklich über Tage, jeden Tag darüber da saß, dass das so freigehalten wird. Und er gesagt hat, der Beut, ach, ist ja alles nicht so schlimm, die sind ja in der Distanz. Ne? Aber das hat die Zivilgesellschaft hingekriegt, das hat nicht das Ordnungsamt hingekriegt, das hat nicht die Politik hingekriegt, das sind die wirklich Leute, die sich echt engagieren und sich da sagen, nein, das lassen wir nicht zu, ne? Männer wie Frauen. Und das finde ich schon erstaunlich. Also es ist schön, dass wir so eine aktive Zivilgesellschaft haben, aber die hat auch nicht so viel Atem, ne, wie jetzt irgendwelche bezahlten kroatischen, weiß ich, Gläubigen oder was, keine Ahnung, was da dahinter steckt. Ne.
Da muss man, es hat Grenzen, aber ich wünsche mir schon sehr, dass wir immer wieder Leute gewinnen können, die jetzt in den nächsten Tagen, bis die 40 Tage vorbei sind, tatsächlich bis Ostern ist das, glaube ich, ne, oder so, dass die dann immer mal wieder dahin gehen und den Protest gegen diese Fundamentalistin deutlich machen. Ich glaube, das ist schon wichtig. Diese Auseinandersetzung darf nicht denen geschenkt werden. Und die Idee war, vielleicht können wir dann welche dazu gewinnen, dass da auch mal ein Chor auftritt und gegen diese komischen Prediger und diesen Singsang ansingt, mal einen schönen Chor gewinnen dafür. Also und andere kreative Ideen, die wir da, also da möchte ich nur Leute würde mir wünschen, dass sie da auch diesen Protest deutlich machen. Weil ich denke, das ist auch wichtig, das ist ganz wichtig für ein Klima in der Gesellschaft. Ne? Und wie Sie gesagt haben, Frau Sass, wir haben ja immer weniger Ärztinnen, die sich trauen, diese Abbrüche zu machen. Und ich denke, wir brauchen wieder eine Klimaveränderung. Wir brauchen ein deutlich anderes Klima und ein gutes Klima für eine Selbstbestimmung von Frauen. Frau Sass, dann Herr Hufen, dann würde ich gerne noch mal kurz fragen, ob es noch weitere Fragen hier in der Runde oder am Bildschirm gibt. Und dann würde ich in die Abschlussrunde gehen. Wir haben nämlich schon 7:45, die Zeit ist wahnsinnig schnell verflogen. Bitte schön. Mir gefällt der Blick, dann wird es eben ein Hotspot, dann ist es eben ein Hotspot. Und wir sagen manchmal, die beten da, das ist kein Beten für mich, das ist Hassbeten. Und Gebet, möchte ich sagen, sieht anders aus. Das ist nicht das, was diese Truppe da im Kopf hat. Und deswegen gefallen mir auch gewisse Parodien, die ich mitgekriegt habe, dann so Religiosität auch aufs Korn zu nehmen. Ich habe interessanterweise, ich will das hier mal sagen, mir vor ein paar Tagen so Seiten, Websites von Pro-Lifern angeschaut und auf einer haben sie eine volle lange Szene einer Aktivität, wo mit so einer Klobürste so eine Frau auf dem Boden und dann mit einer Klobürste da ihr den Segen gegeben wird und so dunkel gekleidete Menschen drumherum stehen. Die ganze Szene ist auf dieser Pro-Lifer-Website irgendwie eine Aktion der Chaoten oder sowas übertitelt, wirklich minutenlang gezeigt. Ja, also das fand ich auch nochmal ganz spannend. Aber ich finde, dass solche Aktionen auch diese vermeintliche Religiosität oder diese vermeintliche Beterei auch wirklich aufs Korn nehmen und parodieren und entlarven damit auch ein Stück. Und das finde ich daran, gefällt mir. Ich spiele jetzt ungern den Spielverderber, aber ich habe hier eine Warnfunktion als Jurist. Wenn es so ist, dass es sich um eine nicht verbotene Versammlung handelt, dann steht die unter dem Schutz des Versammlungsgesetzes, ob wir das wollen oder nicht. Ich musste Zeit meines Lebens meinen Studierenden immer erklären, auch eine Faschistendemonstration steht unter dem Schutz des Grundgesetzes. Und dann haben die immer skandiert, die Polizisten schützen die Faschisten. Und dann blieb mir nichts anderes zu sagen, ja, sie müssen die Faschisten schützen, denn wir haben diesen Artikel 8. Und es war eine hochbeliebte Methode der bayerischen Staatsregierung, gegen Demonstrationen auf dem Odeonsplatz mit dicken, großen Sattenschleppern aufzufahren, damit der koreanische Staatspräsident, der kam, nichts von den Demonstranten mitkriegte. Die Seite muss man eben auch mal sehen. Und kreativ ist immer prima und auch die Leute in die Diskussion, und gerade wenn satirische gegen, und dann gilt sogar die Kunstfreiheit für die als Gegengrundrecht. Aber bitte immer gut beraten lassen, was da möglich ist und was nicht möglich ist. Denn in der Tat, eine Versammlung ist geschützt und die Verhinderung einer Versammlung ist nicht mehr eine legitime Gegenmeinungsäußerung. Das ist selbst ein Ordnungstatbestand. Ja, ist ein ganz wichtiger Hinweis, weil wir ja tatsächlich wissen, dass die Menschen, die sich davon 40 Tage für das Leben versammeln, eben auch einen guten Rechtsbeistand haben und auch Gegendemonstrierende in den letzten Jahren immer wieder mit Anzeigen übersät worden sind. Und übrigens, ob die echt beten oder unecht beten, ist völlig unerheblich. Und aus welchen Motiven die das machen, ist völlig unerheblich. Ob die Leben schützen oder nur ihre Meinung äußern wollen. Oder das ist also, wir leben davon in einer offenen Gesellschaft, dass der Inhalt von Versammlungsfreiheit nicht überprüft wird. Aber wir müssen die Terminologie, ich gebe Ihnen recht, aber wir müssen die Terminologie nicht von Ihnen übernehmen. Wir dürfen das Gehsteigbelästigung nennen, wir dürfen das anders formulieren, als wie das jetzt von Ihnen vorgegeben wird.
Ja, gibt es hier noch jemanden, der noch ein großes Informationsbedürfnis hat und Fragen hat? Das ist nicht der Fall. Am Bildschirm auch nicht. Dann gehen wir jetzt in unsere Abschlussrunde. Wir haben viel gesprochen, viele Gedanken im Kopf. Abschließend, was sagen Sie, wer schützt vor den AbtreibungsgegnerInnen? Was fordern Sie, was wollen Sie dieser Runde und dem Publikum an den Bildschirm noch mitgeben heute Abend? Wer möchte den Anfang machen? Genau. Ja, Rossas. Wir sehen ja gerade bei dem Krieg in der Ukraine, dass es viel, viel Engagement in unserer ganzen Gesellschaft gibt. Viele zeigen Eigeninitiative und das ist vorbildlich. Und das möchte ich jetzt auch auf unser Thema übertragen, dass für mich stehen ganz im Vordergrund, dass die gesetzlichen, die katastrophalen, restriktive gesetzliche Situation bei uns im Land, dass die sich ändert, dass der 218-219a gestrichen wird in einer anderen Reihenfolge, dass wir eine liberale Gesetzgebung kriegen wie in vielen anderen Ländern und dass wir dann aber auch gesellschaftliche Transformationsprozesse vollziehen, wo der Schwangerschaftsabbruch dasteht, wo er hingehört. Das ist eine medizinische Angelegenheit, sehr persönliche Angelegenheit von Frauen oder Betroffenen ist und dass wir da dahin kommen müssen. Das ist ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Ja. Danke, Herr Hufen. Ich kann da anknüpfen, rechtliche Möglichkeiten ausnutzen, gesetzgeberische Möglichkeiten ausnutzen, Öffentlichkeit erhalten, ist im Spektrum der Öffentlichkeit halten. Und der Satz sei mir als, wenn ich richtig sehe, fast einzigem männlichen Mitglied dieser Diskussionsrunde gesagt, Männer einbeziehen, es nicht nur allein zu einem Frauenthema machen. Der erste Kläger war ein Abtreibungsarzt. Und ich glaube auch, Männer haben ein großes Interesse an der Offenheit der Diskussion, an der Freiheit der Familienplanung. Familie umgreift Männer und Frauen oder auch Frauen und Frauen, auch Männer und Männer heutzutage. Also die Offenheit dieser Diskussion ist auch für Männer sehr wichtig und sie haben da mehr Verbündete, als sie vielleicht ahnen. Vielen Dank. Na, auf jeden Fall. Und sein Gesetzentwurf hat auch ein Mann geschrieben, weitgehend. Also, ja, ich denke, dieses beides ist wichtig. Ne? Also, wir können im Hessischen Landtag immer nur was erreichen, wenn es von außen einen großen gesellschaftlichen Druck gibt. Das funktioniert. Ich habe das heute mal mit so der Zange bezeichnet, ne, dass hier der gesellschaftliche Druck und wir den sozusagen auf diesen Landtag übertragen und dann funktioniert es. Wir können ja nur, sag ich mal, das transportieren, den Druck, weil nur ohne gesellschaftlichen Druck hat sich wirklich noch nichts geändert in diesem Land und das ist entscheidend. Da ist die persönliche Auseinandersetzung, also das dafür einstehen, aber auch das Kollektive, auch Organisationen sind wichtig. Ich finde, da müssten noch mal alle Organisationen auch überlegen, inwiefern sie sich nicht dafür stark machen, von den Gewerkschaften, auch kirchliche Kreise. Ich glaube, da müssen wir noch mal deutlich mal gucken, dass wir da eine breitere Basis kriegen. Und ja, und ansonsten gucken wir, dass wir, ja, wie gesagt, wenn es tatsächlich so ist, dass die Stadt Frankfurt nicht durchkommt beim Gericht, müssen wir dann noch mal im Landtag nochmal die Diskussion nochmal deutlich eröffnen. Und ich finde, nochmal einen Satz dazu zu sagen, ich finde es super wichtig, auch die hessische Landesregierung ist dafür verantwortlich, dass es genügend Ärztinnen und Ärzte flächendeckend gibt in Hessen, die diese Schwangerschaftsabbrüche machen. Und sie tun nichts dazu. Sie sind dabei verpflichtet. Das ist ein weiterer Punkt, wo wir einfach dicke Bretter bohren müssen. In ganz Osthessen gibt es niemanden, der einen Schwangerschaftsabbruch macht. Die müssen alle nach Gießen, Kassel, Marburg fahren und das ist wirklich unmöglich. Das kann man niemandem zumuten in dieser Situation. Man hat wenig Zeit. Viele haben Kinder, viele Frauen können ja nicht mal die Kinder alleine lassen. Also das sind wirklich Dinge, die wir unbedingt anpacken müssen und ich glaube, wir brauchen wieder einen echten Push in der Frage.
Ja, vielleicht muss man 40 Tage für das Leben auch dankbar sein, weil sie viel angestoßen haben. Also sie hat uns auch nochmal als Beratungseinrichtung, wirklich die Kollegin, mich nochmal politisiert. Wir sind viel bewusster unterwegs. Also wir wissen, wir müssen uns noch viel mehr dafür einsetzen, ne, dass das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, auf reproduktive Selbstbestimmung, Zugang zu einem sicheren Schwangerschaftsabbruch, dass das ein öffentliches Thema wird, ja, und breit diskutiert. Und trotzdem, wir brauchen auch eine Sicherheit. Also wir brauchen die Rechtssicherheit durch die Politik, weil wir schon Ressourcen haben, aber irgendwann sind die aufgebraucht. Ja, wir wollen die ja für die Ratsuchenden haben, ja, und nicht für den Kampf. Und es wurde ja gesagt, es gibt einen Aufbruch, aber es gibt halt auch die anderen, ne, die da auf der Bremse stehen und gucken, ja, dass die anderen nicht vorankommen. Und deshalb brauchen wir rechtliche Unterstützung, ja, damit wir uns da nicht nur abarbeiten, sondern damit politisch auch was bewegt wird. Ja. Damit was bewegt wird, müssen immer viele Menschen aktiv werden. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass gerade viele Menschen aktiv werden. Es ist eine Art von, ich weiß nicht, ich würde schon fast sagen, Selbstverteidigung ein Stück weit, die da gerade passiert. Ich finde es ganz frappierend, wenn man die Perspektive wechselt, auch die Leute von 40 Tage für das Leben beschreiben das, was hier in Frankfurt passiert, als ihre Erfolgsgeschichte. Und ich möchte Ihnen die nicht so lassen, ehrlich gesagt. Und das ist für mich extrem wichtig, zu schauen, dass wir nicht zulassen, dass zum Schluss ist eine Frage von Gewinnen ein Stück weit auch, ne? Ein tatsächlicher Kampf um eine Durchsetzung auch der Rechte der gesetzlichen Grundlage, die wir schon haben, ne? Also was im Schwangerschaftskonfliktgesetz sozusagen vereinbart ist, dass das auch eingehalten wird, dass der Schutz der Ratsuchenden und der schwangeren Frauen tatsächlich auch gewährleistet wird durch die staatlichen Institutionen. Das ist halt das, was mir tatsächlich extrem wichtig ist. Und wenn es uns gelingt, darüber hinaus noch progressive Veränderungen herbeizuführen, wäre das natürlich umso besser. Das wünsche ich mir natürlich ungemein. Aber das sind, wie wir heute Abend gehört haben, ganz unterschiedliche Ebenen, die es da anzugehen gilt. Und da können wir von der kommunalen Ebene bis zu über die Landesebene bis zu Bundesebene, wir hoffen alle, dass da auf Koalitionsebene im Bund irgendwie was passiert, müssen ganz, ganz viele Menschen die Stränge in die gleiche Richtung ziehen sozusagen, damit wir hier tatsächlich vorankommen. Ich bedanke mich heute Abend für diese wunderbare und tatsächlich für mich sehr, sehr, sehr lehrreiche, erkenntnisreiche Diskussion. Ganz herzlich bei meinen Diskutantinnen heute Abend hier, bei Nora Sass, bei Herrn von Friedhelm Hufen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Christiane Böhm und Claudia Hohmann. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier waren. Ich möchte mich ganz herzlich bei diesem wunderbar charmanten und wenn auch Corona-bedingt nicht so zahlreich, wie ich mir das gewünscht hätte, Publikum bedanken, das uns heute Abend hier beehrt hat. Vielen Dank an alle, die diese Diskussion heute Abend an den Bildschirmen verfolgt haben. Ich möchte Sie einladen, herzlich möchte ich Sie einladen, morgen um 11 an die Bockenheimer Warte zu kommen hier in Frankfurt zur Demo von Frankfurt für Frauenrechte mit dem Titel Freier Zugang zur Beratung. Und da wird es eben ab 12 Uhr auch eine Kundgebung am Opernplatz geben. Das Ganze steht so ein bisschen unter dem Motto Berlin Calling, um eben die Reform des Schwangerschaftskonfliktgesetzes da in den Fokus zu nehmen und eben auch mit bundespolitischen Repräsentantinnen hier aus Frankfurt an der Stelle ins Gespräch zu kommen und einfach Druck zu machen, dass hier das Problem, was wir hier in Frankfurt haben, auch gesehen wird. Für die Linke wird hier auch Janine Wissler sprechen, da freuen sich schon einige drauf, möchte ich nochmal gesondert erwähnen. Auch andere Parteien haben ihre Bundestagsabgeordneten für den Termin verpflichtet. Ich möchte natürlich auch die aktuelle Weltlage nicht außer Blick lassen. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie am Sonntag zu den verschiedenen Friedensaktivitäten, die es dieser Tage gibt. Am Sonntag insbesondere hier in Frankfurt gibt es einen Friedensaktionstag weltweit, der hier in Frankfurt um 5:05 am Willy-Brandt-Platz mit einer großen Demonstration startet. Und ansonsten freue ich mich, Ihnen einfach noch einen entspannten und schönen Abend zu wünschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus